conference is the annual highlight to tear down barriers. I think this room, more than any room, understands the demographics of disability. It's big. To make the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities a reality in every region of every nation on the globe. Hiring people with a disability is an idea whose time has come. Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Das ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. In unseren bisherigen Unternehmensdialogen konnten wir an die 120 Best-Practice-Beispiele präsentieren und somit ein dichtes Netzwerk an interessierten Unternehmen knüpfen. Ich würde jedem empfehlen, um diese Chance, die wirklich vor uns liegt, dieses Potenzial zu nutzen. Ja, das Wichtigste ist, barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber, nicht? Menschen mit Behinderungen finden neue kreative Lösungswege für ihre Herausforderungen. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach von vornherein nicht zugetraut werden. Dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Hybrides Arbeiten ist zur Normalität geworden. Es gibt auch die technischen Tools, dass Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilnehmen können. Artificial Intelligence has come out of its shell. It's no longer just hidden and embedded in the technologies we use every day. Instead it's out in the open and that offers huge interest in terms of the benefits. Diese Brille erkennt auch Personen, Technologie verschiebt die Grenzen der Behinderung. Das ist großartig. Kernbotschaft an Unternehmen ist, das Engagement für Menschen mit Behinderung nicht als Wohltätigkeitsveranstaltung zu sehen, sondern wirklich als Businesschance zu nutzen. Dass Firmen offen genug sind, um zu erkennen, dass auch behinderte Menschen einen wertvollen Beitrag leisten können, zumal wenn sie gut qualifiziert sind. Diese 15%, die sie sonst nicht abholen können, integrieren entweder der Arbeit oder auch in den Prozess des Verkaufs ihrer digitalen Produkte. Im Design brauche ich Menschen, die tatsächlich betroffen sind, die können am besten diese Software so designen, dass die barrierefrei bedienbar ist. Fabersoft profitiert von meiner Behinderung direkt. Es ist einfach barrierefrei von Anfang an. Ich würde generell empfehlen, probiert es aus. Es ist eine wichtige Ressource. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14 Mal günstig ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Es macht personalwirtschaftlich Sinn, weil es mit dem Unternehmen etwas macht. Es verändert viele Unternehmen zum Positiven. Nicht nur die Post bringt alles, sondern Inklusion bringt allen was. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world center from which all the world will come to see how to make this happen. Für eine inklusive Arbeitswelt? Wann, wenn nicht jetzt? Hallo, herzlich willkommen beim 50. Zero Project Unternehmensdialog, diesmal bei KTM.
Toll, dass Sie da sind. Ich bin Liam und besitze Superkräfte. Diese werde ich Ihnen später noch zeigen. Begrüßen wir jetzt gemeinsam den Moderator Andreas Onea. Herzlichen Dank, Liam Weingartner, mit einer Lösung von LiveTool. Großartig, vielen, vielen Dank für das Anmoderieren meinerseits. Ich sehe, wir haben einen zukünftigen Moderator neben uns. Vielen, vielen Dank, Applaus. Wir werden ja später deine Superkräfte noch sehen. Danke, Liam. Sie sehen toll aus, meine Damen und Herren, an diesem Nachmittag. Und ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir gemeinsam diesen Meilenstein im Zero Project Unternehmensdialog in der Geschichte der Unternehmensdialoge, vor allem auch in Oberösterreich, begehen können. Einer der ersten Unternehmensdialoge war in Oberösterreich und dass wir dieses Jubiläum hier gemeinsam feiern können, freue ich mich sehr, dass wir das tun können. Ich darf auch die Damen und Herren begrüßen, die daheim online zugeschaltet sind. Technologie ermöglicht es, dass Sie aus ganz Österreich und vielleicht sogar noch über die Landesgrenzen hinweg mit dabei sind und sehen, was für Möglichkeiten bestehen, um über technologische Lösungen Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag integrieren zu können. Und Sie wissen es vielleicht aus Ihren Unternehmungen, niemand kann es sich leisten, auf wertvolle Arbeitskräfte zu verzichten, vor allem wenn Sie nicht nur das Talent haben, nicht nur die Fähigkeiten haben, sondern auch den Arbeitswillen haben. Und wir wollen Ihnen heute zeigen, es funktioniert. Man kann Menschen mit Behinderung in die eigenen Arbeitsprozesse integrieren und vor allem kann man das wirtschaftlich tun. Wir werden Ihnen Best-Practice-Beispiele zeigen. Wir werden Ihnen zeigen, wie man das macht und vor allem, dass Sie nicht alleine sind, so wie ich Sie jetzt an der Hand nehmen darf und begleiten darf durch die nächste Zeit als Moderator. Genauso gibt es auch viele Initiativen, die Sie auf diesem Weg unterstützen werden. Wir freuen uns sehr, dass auch dieser Unternehmensdialog nicht nur von KTM hier als großartiger Gastgeber im House of Brands unterstützt wird, sondern auch stellvertretend auch von der Politik. Und da freuen wir uns, dass wir auch den Soziallandesrat Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer hier haben. Er wird auch später uns noch etwas sagen, aber hier natürlich ein herzliches Willkommen mit einem Applaus. Und ich würde sagen, legen wir auch gleich los. Ich darf die ersten beiden Herren zu mir bitten, die uns die ersten Begrüßungsworte schenken werden. Auf der einen Seite freuen wir uns sehr, dass wir den CFO von der KTM AG, Viktor Siegel, bei uns haben und begleitet wird er von Kommerzialrat Martin Essel, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Baumax-Gruppe, dem Gründer der Essel-Stiftung und Initiator von Zero Project. Und ich darf die beiden Herren jetzt zu mir bitten. Herzlich willkommen. Ja, ein herzliches Willkommen hier im Innviertel in Mundorfing, Mattighofen im House of Brands. Für uns als KTM ist es eine Ehre, in so einer hochkarätigen Runde zu diskutieren, diesen Dialog zu führen. Sie können sich vorstellen, dass dieses Thema leider oder in dem Fall ist bei uns, in unseren Fällen ist es oft leider, weil meistens wirklich Schicksalsschläge dahinterstehen, produktbedingt einfach zur Realität dazugehört. Unser Produkt ist etwas, Sie sehen hier ein MotoGP-Motorrad, mit dem kann man sich sehr schnell bewegen und leider ist da rundherum kein Schutz und sehr häufig passieren doch Unfälle, die am Ende des Tages auch dazu führen, dass sich Lebensrealitäten, Lebenssituationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von einem Tag auf den anderen ändern. Und das bedeutet eine Herausforderung für beide, sowohl für den jeweils Betroffenen, aber natürlich auch für das Unternehmen und für sein kollegiales Umfeld, weil sich auf einmal die Situation verändert, man ist von neuen Herausforderungen gestellt und daher finde ich es extrem wichtig, dass wir einen solchen Dialog führen, dass wir den gemeinsam führen, auch mit anderen Unternehmen, die ähnliche Erfahrungen machen, die ähnliche Herausforderungen gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistern wollen, weil, und ich glaube, das ist etwas, was
was man sich sehr schwer vorstellen kann. Aber das bedarf natürlich auch einer gewissen Geduld. Ja. Es bedarf einer Geduld natürlich auch seitens des Unternehmens, mit diesen Schicksalsschlägen, ich rede jetzt nicht mehr nur von unseren Fällen, tatsächlich umgehen zu können, um hier aber auch, und es ist auch in dem Beitrag ja vorher angesprochen worden, diese Potenziale, diese Chancen, die sich aus dieser neuen Situation ergeben, auch nutzen zu können. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass wir Gastgeber sein können, dass wir gemeinsam diesen Dialog führen können und heiße Sie noch einmal ganz, ganz herzlich bei uns willkommen. Herzlichen Dank, Herr Siegel. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Möglichkeit, die wir eingeräumt bekommen haben, hier in dem wunderschönen Haus von KTM unseren 50. Unternehmensdialog, ein besonderes Jubiläum zu begehen, zu feiern, zu einem ganz, ganz entscheidenden und wichtigen Thema, und möchte auch ganz herzlich danken, dass Sie, Herr Landesrat, heute auch zu uns gekommen sind. Und das zeigt auch, dass wir eine Rückendeckung der Politik haben. Und ich freue mich unglaublich über jeden Unternehmerin und Unternehmer, über alle Serviceorganisationen, die mit dem Thema der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung dabei sind, und die vielen Repräsentanten und Repräsentantinnen, Menschen mit Behinderung, die uns den Weg zeigen, wie die Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft funktioniert. 15% der österreichischen Bevölkerung, das sind 1,2 Millionen Einwohner, sind Menschen mit Behinderung. Zwei Drittel davon, wie Sie das auch vorhin gesagt haben, erhalten im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal, aus welchem Grund immer, eine Behinderung, wo oftmals die Gesellschaft darauf nicht ausgerichtet ist. Also wir sind keine Minderheit, sondern ein ganz wesentlicher, entscheidender Teil der Gesellschaft. Und es geht darum, dass wir 100% der Gesellschaft voll in das menschliche Leben, das aus Bildung, aus Beschäftigung, aus Freizeitgestaltung besteht, voll integrieren und inkludieren wollen. Und deswegen müssen wir unsere Systeme, und da helfen uns die technologischen Errungenschaften unglaublich, um Einschränkungen und Behinderungen in einem Bereich zu kompensieren, sodass die Talente, die kraftvollen Talente und Möglichkeiten, die Sie uns in die Gesellschaft bieten, dass Sie die in die Gesellschaft einbringen. Und da möchte ich Ihnen Mut machen, dass Sie diese Talente auch tatsächlich der Wirtschaft zur Verfügung stellen, weil nur gemeinsam können wir die Herausforderung der Zukunft gestalten. Und so danke ich recht herzlich, dass Sie heute alle gekommen sind, aus nah und fern, und vor allem auch über die Technologie, dass Sie aus ganz Österreich und darüber hinaus auch uns begleiten und sich inspirieren lassen, Menschen mit Behinderung zusätzlich zu beschäftigen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Martin Essl, Viktor Siegel. Sie können gerne wieder Platz nehmen. Wir machen es uns heute auf jeden Fall hier gemütlich und werden einiges erleben, einiges sehen. Aber ich habe es ja schon angesprochen, wir haben auch gesagt, wir haben die Unterstützung der obersten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik, die genau das auch natürlich wollen, dass Menschen mit Behinderung auch durch technologische Errungenschaften in den Arbeitsmarkt kommen. Und deswegen freuen wir uns jetzt sehr, dass wir den Landesrat für Soziales, Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer, bei uns haben und ihn auch gleich nach vorne begrüßen dürfen. Er ist nämlich gemeinsam mit dem Herrn Landeshauptmann Schirmherr über den heutigen Zero Project Unternehmensdialog. Und ich darf auch Sie um Ihre Begrüßungsworte bitten und natürlich noch den Applaus nachholen. Sehr geehrte Damen und Herren aus nah und fern, für jene aus fern, herzlich willkommen in Oberösterreich, herzlich willkommen im Land der Arbeit, im Land der Inklusion. Wir freuen uns sehr, dass der 50. Zero Project Unternehmensdialog hier im Land der Arbeit stattfindet, weil kein Bundesland tut im Bereich der Inklusion mehr als Oberösterreich. Wir dürfen tagtäglich über 13.000 Menschen nach dem Chancengleichheitsgesetz begleiten. Wir dürfen tagtäglich mehr als 20.000 Menschen im Bereich der Begünstigung
begünstigten Behinderungen im Beschäftigungsbereich begleiten. Und ich glaube, dass das in der oberösterreichischen DNA eine Selbstverständlichkeit ist. Gerade ein Land, das stark ist, gerade ein Land, das der wirtschaftliche Motor dieser Republik ist, hat eine doppelte Verantwortung gegenüber Menschen, die aus welchen Gründen auch immer auf die Solidarität, auf die Allgemeinheit, auf die Gemeinschaft angewiesen sind. Und das geht nur, weil es besondere Persönlichkeiten gibt, die sich tagtäglich in diesem Bereich engagieren. Ich möchte mich daher bedanken bei den Sozialorganisationen, bei den NGOs, die Caritas, die heute hier auch noch eine besondere Rolle auch übernehmen wird, stellvertretend für alle Organisationen, für alle Mitarbeiter, die sich tagtäglich mit voller Leidenschaft und Empathie und Passion aufopfern für Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich möchte mich bedanken bei den Unternehmen, stellvertretend bei dir, Vic, bei der KTM, dass wir in Oberösterreich 592 Partnerunternehmen des Sozialressorts haben, die Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance geben. Die KTM ganz vorne dabei, Stefan Bierer als IV-Präsident, auch als Sponsor des Oberösterreichischen Inklusionspreises. Es braucht genau diese Unternehmen, die nicht nur tagtäglich schauen, dass gut beim EGT unterwegs sind, sondern einen Teil davon auch wieder der Gesellschaft zurückgeben in der sozialen Verantwortung. Und es braucht dazu Persönlichkeiten, die bereit sind, mehr zu tun, als sie müssten. Und Herr Martin Essler, Kommerzialrat, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Es sind Vorbilder wie Sie, die unternehmerisch was geschafft haben, die im Lebenswerk was geschafft haben und dann sagen, jawohl, ich habe auch eine gesellschaftliche Verantwortung, ich gebe auch wieder etwas zurück. Und das soll Vorbild für uns alle sein. Jeder und jeder kann mehr tun, als er müsste. Sei es im Kleinen, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft oder wenn man die Möglichkeiten hat, auch im Großen. Davon lebt Sozialpolitik, dass Leute mehr tun, als sie müssten. Darum bitte ich Sie auch weiterhin, dass wir nicht damit zufrieden sind, dass wir gut aufgestellt sind, sondern dass wir uns tagtäglich sagen, es geht noch mehr, es geht noch besser. Und gerade ein Land der Arbeit wie Oberösterreich bedeutet Land der Arbeit für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und genau das muss unser Ziel sein. Und deswegen freue ich mich, dass dieser 50. Unternehmensdialog heute hier in Oberösterreich stattfindet. Herzlichen Dank, auch im Namen unseres Landeshauptmannes, der heute leider nicht persönlich da sein kann, aber uns ein Video geschickt hat. Es ist eine Freude und ich bedanke mich auch, dass heuer auch wieder der Zero Project Unternehmensdialog stattfindet bei uns in Oberösterreich, an diesem sehr interessanten Ort bei KTM in Mattighofen. Großen Dank möchte ich an dieser Stelle auch der bewährten gemeinsamen Initiative der Essel Foundation mit ihren Partnerorganisationen aussprechen. Ein wichtiges Thema beschäftigt nicht nur uns hier in Oberösterreich, sondern Menschen auf der ganzen Welt. KI, die künstliche Intelligenz, bestimmt schon seit längerem unser Leben. Und auch wenn KI in unserem Alltag bereits sehr präsent ist, kommen viele neue Anwendungen in der Zukunft dazu und werden enorme Veränderungen mit sich bringen. Aber um beim Thema dieser Veranstaltung zu bleiben. Künstliche Intelligenz kann Inklusion, also die Teilhabe unserer Mitmenschen mit Behinderungen oder schweren Erkrankungen im Alltag, sehr erleichtern. In vielen Branchen hat sich unser Zugang zur Arbeit, wie wir arbeiten, teilweise fundamental verändert. Von Homeoffice und Remote Work bis hin zu umfassenden digitalen Transformationen. Ebenso wirken der demografische Wandel, Stichwort Fachkräftemangel, sowie internationale Krisen auf die regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmärkte. Allerdings wäre es nur sehr, sehr kurz gedacht, diese Forderungen ausschließlich vom Arbeitsmarkt abhängig zu machen. Teilhabe am Erwerbsleben eröffnet weitere Lebenschancen, stiftet Sinn, macht auch Freude und ist ein wichtiger Teil gesellschaftlicher Integration. Deshalb muss sie auch bei schwierigen Rahmenbedingungen gefördert werden. Etwas, woran wir täglich arbeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, an Ideen wird es dem Projekt Zero auch künftig sicher nicht fehlen. Denn Sie sind es ja, die schon bei den vergangenen 49 Unternehmensdialogen nicht nur geträumt haben, sondern Sie haben auch positive neue Fakten geschaffen. Sie sind es, die dazu beigetragen haben, das Thema Inklusion bis ganz oben auf die politische Agenda zu befördern. Und Sie sind es, die jetzt nicht nachlassen im Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigungen, für ein modernes, offenes, erfolgreiches und menschliches Land. Für diese Tatkraft und Entschlossenheit
sage ich Ihnen meinen sehr herzlichen Dank. Und ich gratuliere zugleich zum 50. zum Jubiläumsdialog, zu einem wirklich äußerst spannenden und wichtigen Thema. Vielen herzlichen Dank an den Herrn Landeshauptmann Thomas Stelzer. Wir schicken die Dankesgrüße mit. Danke auch an unseren Landesrat Hartmanns Dorfer, der hier auch eine Brandrede gehalten hat. Und Sie sehen, das Land Oberösterreich hat die volle Unterstützung zugesagt, um Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Und wovon wir träumen, das haben wir jetzt auch gehört, eine Welt ohne Barrieren, wo wirklich jeder teilhaben kann, weil es ein Menschenrecht ist und da gehört eben auch die Arbeit hinzu. Aber eine Karriere im Sport ist auch etwas, wovon viele träumen und ich freue mich, dass wir jetzt gleich einen Herrn bei uns begrüßen dürfen, der ganz große Karriere gemacht hat. Im Alter von 10 Jahren ist er bereits sein erstes Motocross-Rennen gefahren und hat dann seine Profikarriere 1988 begonnen, fuhr dann an mehreren Weltmeisterschaften in der 125er CCM-Klasse von 89 bis 94 und hat sogar einen Grand Prix-Sieg 1991 gewonnen. Ab 1995 startete er dann in der 250er-Klasse, 4-mal WM-Dritter, Vize-Weltmeister 1999 und 91, 92, 2002 sogar die deutsche Meisterschaft. Also Sie sehen, unser nächster Gast hat einiges gewonnen, aber auch einiges erlebt. Bei einem Rennen 2003 in Bulgarien stürzte er dann und zog sich eine Querschnittslähmung zu auf Höhe des 6. Brustwirbels. Er ist seit 2004 Mitarbeiter der KTM, seit 2006 leitet er die Offroad-Sportabteilung und seit 2012 ist er Motorsportdirektor weltweiter bei KTM. Und gemeinsam mit einem Video begrüßen wir ihn auch bei uns. Herzlich willkommen, Bit Bayer. Hallo, grüß Gott zusammen. Ja, möchte Sie alle herzlich begrüßen. Freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind hier bei uns bei KTM. Wirklich ein sehr schöner Moment und für mich natürlich auch irgendwo ein besonderer Moment. Vielleicht mein Schicksal, meinen Rollstuhl mit meiner Arbeit und dann auch mit Ihnen hier heute ein bisschen zu teilen. Was Sie gerade gesehen haben, ist diese Welt, die mich so fasziniert, die mich hier auch ins Haus KTM gebracht haben, die mich aber auch letzten Endes natürlich in den Rollstuhl gebracht hat. Und was Sie gerade gesehen haben, sind die aktuellen Sportarten, die wir alle betreiben. Factory Racing heißt bei uns mittlerweile, dass wir weltweit mit über 500 Mitarbeitern Rennsport betreiben. Und die Firma gibt uns die Möglichkeit, unsere Passion auf die Rennstrecke zu bringen, um unsere Marken, um unsere Produkte zu bewerben und um den Erfolg irgendwo auch nach Hause zu holen. Und da haben wir mittlerweile auch 74 Werksfahrer unter Vertrag auf der ganzen Welt. Und diese ganze Organisation zu managen, ja, manchmal staune ich selber darüber, dass mir das anvertraut wurde oder dass ich das hier im Hause managen darf und somit auch meine Berufung und mein Traum irgendwo
zum Beruf geworden sind. Aber natürlich die faszinierenden Bilder. Ich war ein kleiner, junger, 10 Jahre alter Stöpke, der den Traum hatte, Motorradrennfahrer zu werden. Die Eltern hatten sehr viel Leidenschaft, aber kein Geld. Und somit war das von Anfang an so ein Kämpfen ums Überleben. Ich musste das den halben Ort überzeugen, um mir Geld zu geben, Geld zu leihen, dass ich mir ein Motorrad kaufen konnte und irgendwie eine Motorradkarriere anstarten konnte. Der Vater war natürlich selber leidenschaftlich Motorradfan, konnte sich das aber selber nie leisten und hat das halt irgendwie für mich mit unterstützt. Und da bin ich da so reingeschlittert mit dem Geld zur Erstkommunion, hat es dann wirklich gereicht fürs erste Bike. Und dann ging das halt einfach so durch und durch. Ich habe Weinfeste im Ort organisiert, um Geld zu sammeln im Dorffest, um halt dann wieder den nächsten Schritt in der Karriere zu organisieren. Das ist dann wirklich irgendwann sehr professionell geworden. Nach den ersten jugenddeutschen Meistertiteln habe ich dann mein eigenes Team gegründet, bin auf die Bank gegangen, habe damals 100.000 D-Mark aufgenommen, um einen LKW zu kaufen. Wir hatten so ein kleines marodes Baugeschäft, das immer mehr pleite als lebendig war. Und ich weiß es bis heute nicht, wie ich den Banker überreden konnte, mir dann 100.000 D-Mark zu geben, um einen LKW zu kaufen, um in eine Motocross-Karriere zu investieren. Das waren wirklich harte Zeiten, da ging es irgendwie so um alles. Aber ich glaube auch, der Bankangestellte damals hat gar keine andere Chance gehabt, weil der Pit Bayroff Fanclub im Ort hätte ihn wahrscheinlich irgendwo im Bodensee ertränkt, wenn er mir das Geld nicht gegeben hätte. Also da war auch ein gewisser Druck da. Aber es war einfach wirklich über Gemeinschaft, über Fans, über Freude, über Familie konnte ich eine Karriere gründen, die dann wirklich steil bergauf ging. Und es ging halt dann einfach nach ein paar deutschen Meisterschaftstiteln rein in die Weltmeisterschaft. Irgendwann war ich Werksfahrer, saß in Monte Carlo auf der Terrasse, habe also meinen Wohnsitz mittlerweile, da waren es schon ein paar wilde Stationen dazwischen, bis nach Monaco gebracht und konnte das Leben eines Profisportlers leben. Das war ein Traum. Es war für mich, es konnte nichts Schöneres geben. Ich konnte aufstehen, ich konnte Sport machen, ich konnte Rennen fahren, bin um die ganze Welt gereist und damit auch noch Geld verdienen. Das war schon, da denkst du ja einfach in dem Moment, du bist unverwundbar, die Welt gehört dir und alles ist großartig. Und dann ist halt im Prinzip dieser eine entscheidende Moment passiert, 2003 in Bulgarien, als ich mich als Werksfahrer, kleiner Zwischenstopp noch, ich wurde dann als KTM aus schwierigen wirtschaftlichen Jahren aufgestiegen ist und auf einmal wieder in der Weltgeschichte Motorsport betreiben wollte, engagiert deutschsprachiger Fahrer für ein deutschsprachiges Werk. Das war eine Traumehe. Wir haben uns aufeinander gefreut. Der Heinz Kindergartner hat da schon 2-3 Jahre dran gebastelt, um mich dann hierher zu holen. Und dann ging es endlich los. Ich war Werksfahrer, keinen eigenen LKW mehr, keine eigenen Mechaniker mehr, konnte mich wirklich als Profi auf das Geschäft hier konzentrieren. Und ich war aber leider nur 6 Monate bei KTM, als dann in Bulgarien der Unfall passiert ist. Weltmeisterschaft, ich war in Führung liegend und bin über so einen 30 Meter langen Sprung einen Schlag aufs Hinterrad bekommen, über den Lenker geflogen, eingeschlagen, das Motorrad in den Rücken gefallen und von einer Sekunde auf die andere war ich halt querschnittsgelähmt. Und dann fängt das ganze Leben an, natürlich schon sich nochmal so neu zu entwickeln. Und ja, es war einfach so, ich bin 10 Tage lang im Koma gelegen, hatte eine sehr schwere Lungenverletzung, also es war nicht klar, ob ich den Unfall überlebe oder nicht. Und als ich dann nach 10 Tagen aus dem Koma wach geworden bin, war klar, die Querschnittslähmung, die war so präsent, die war so eindeutig. Mit dem musste ich umgehen. Aber dann sind halt Leben neu sortieren. Also du liegst querschnittsgelähmt, du bist ja nicht gleich querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl und kannst einfach machen. Du liegst erst mal da und kannst nichts mehr bewegen. Nicht die Arme, nicht die Beine, nicht gar nichts mehr. Du kannst kaum atmen. Also bis du wieder mal so ein normaler Rollstuhlfahrer wirst, da ist ja schon sehr viel Therapie und Arbeit notwendig. Da geht es um Wochen, Monate, bei manchen noch viel länger. Und dann ist halt die Terrasse in Monaco und der Sportler und das tolle Leben gar nicht mehr so wichtig auf einmal. Dann wirst du runterreduziert auf die Basics. Und da gab es für mich eine junge Frau. Wir hatten eine 6 Monate alte Tochter. Und dafür galt es dann natürlich zu kämpfen. Du brauchst in dem Moment schon wieder irgendeinen Kick, um in Tritt zu kommen. Aber für mich war es ganz klar, die Familie, das Kind. Und es gab dann 3 ganz entscheidende Elemente. Du kämpfst dann irgendwo für die Familie, Freunde. Und dann kommt aber auch noch ein sehr wichtiges Element. Deshalb sind wir hier heute beieinander. Das ist dann auch der Beruf. Und damals war es halt unser Vorstandsvorsitzender selber, der Stefan Pierer,
hat mich selber in Murnau im Krankenhaus besucht damals und hat mir mitgeteilt, du arbeitest bei uns. Die Frage war dann, als was? Na, das sehen wir dann schon, du kommst auf jeden Fall zu uns. Also damals war halt schon so eine Brücke da, die natürlich enorm wichtig ist, die ich selber erleben durfte. Und was natürlich unglaublich wichtig ist, ich bin heute in der Position natürlich auch als Mitunternehmer kann ich Arbeitsplätze organisieren und zur Verfügung stellen, in der Verantwortung diese Plätze zu bilden, aber halt auch als Betroffener. Es war so wichtig, die Familie zu haben, die Freunde zu haben, aber das wahnsinnig wichtige Element war einfach dann, einen Arbeitsplatz zu haben. Und dann aus dieser Sache wieder rauszukommen und ein Ziel zu haben, morgens aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, wichtig zu sein, etwas zu tun, etwas zu bewegen, das ist halt einfach unglaublich wichtig, gibt dem Leben dann wieder einen Sinn. Und ich denke, ich spreche für alle Menschen mit Behinderung. Du willst kein Mitleid, du willst nicht zu Hause sitzen, Mitleid und Almosen oder Geld geschenkt bekommen. Du möchtest eine ordentliche Aufgabe. Und da haben wir als Gesellschaft, als Unternehmen natürlich eine große Verantwortung, hier einfach die Brücke zu bilden, die Rutsche zu legen, um auch in diese Arbeitswelt wieder reinzukommen. Dann denke ich einfach, es gibt so viele verschiedene Behinderungen, deshalb ist es einfach schwierig. Ich tue mir das manchmal schwer, über andere Menschen mit Behinderung zu reden, weil mir geht es gut, ich bin gesund, ich habe zwei gesunde Arme, habe einen Kopf, der ist nicht schlauer und nicht dümmer wie vorher. Also ich kann das einfach voll einsetzen. Aber alle Leute, die ich einfach so kennengelernt habe, jeder Grad der Behinderung muss bewertet werden, braucht eine andere Art der Unterstützung. Aber die Menschen mit Behinderungen kommen einfach mit sehr viel Motivation dann in die Unternehmen und wollen was bewegen und sind dann einfach sehr hochwertige Mitarbeiter. Und da müssen wir als Gesellschaft weiter stark dran arbeiten, um diese, Sie haben sie auch schon mehrfach erwähnt, wir können es ja gar nicht leisten, diese Motivation, und ich will es gar nicht nur Arbeitskraft, sondern einfach diese Motivation nicht zu nutzen für die Gesellschaft und die Arbeitsplätze. Und deshalb, hier im Hause war es schon immer von Anfang an wirklich einfach, weil ich kam hier hin und es war wirklich 2003 noch so, dass die Vorstände sofort genehmigen mussten, dass ein paar Randsteine abgesenkt wurden. Da hat halt noch keiner dran gedacht, dass die im Weg sind. Die waren aber bei uns dann halt innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen weg, als uns aufgefallen ist, hier und da fehlt's. Also wie hier bei KTM mit dem Thema umgegangen wurde, wie einfach es mir gemacht wurde und dann auch vielen anderen Menschen nach mir. Ich glaube, das war wirklich sehr vorbildlich. Und deshalb freut es mich eben auch, dass wir hier heute zusammen sein dürfen, weil ich möchte mich auf der einen Seite bei KTM bedanken für diese Chance, die ich hier bekommen habe, aber einfach auch weiter darum kämpfen und auch versprechen, dass unsere Firma, die ich genau hier Vorbildfirma sein möchte, es gibt ja hier keine Behinderung. Die Türen gehen automatisch auf, die Toiletten sind vorhanden, die Aufzüge funktionieren. Also ich denke, wir haben hier schon auch Voraussetzungen geschaffen, um die Menschen mit Behinderung zu integrieren. Und deshalb, von meiner Seite soll es das gewesen sein. Ich werde mich dann auch wieder weiterhin um den Rennsport kümmern, weil ich glaube, ich habe schon einige Fragen hier vorher erlebt. Wir haben ja auch einige KTM-Motorsport und auch MotoGP-Fans hier im Saal. Also ich kann versprechen, wir werden weiterhin Gas geben mit voller Motivation. Österreich, Oberösterreich und KTM natürlich so teuer, wie es geht, da draußen verkaufen. Wir haben einfach Spaß am Rennsport, aber wir wollen natürlich auch gute Produkte damit bewerben und letzten Endes auch Kunden motivieren, Spaß zu haben auf unseren Motorrädern. Aber wie es auch der Herr Siegel schon erwähnt hat, natürlich sind Motorräder nicht ganz ungefährlich, deshalb haben wir einfach auch eine gewisse Verantwortung. Aber mit Gemeinschaftssinn und Motivation und Visionen können wir das alle gemeinsam, glaube ich, immer sehr gut perfekt managen. Die Vision ist es. Ich glaube, jeden Tag aufzustehen und eine Vision zu haben, ist einfach sehr wichtig für uns alle, für jeden Einzelnen in seinem Beruf, in seinem Leben, ob das privat ist, ob das dann das Berufsleben ist. Man muss aufstehen, eine Vision haben, in den Spiegel zu gucken und sagen, heute aus dem Tag möchte ich was ganz Besonderes machen. Und das sollte uns eigentlich nicht unterscheiden, mit oder ohne Behinderung. Aufstehen, rausgehen, Gas geben und Spaß am Leben haben. In diesem Sinne soll es das von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch alle miteinander noch einen schönen Tag und eine erfolgreiche Veranstaltung. Lasst es uns gemeinsam nutzen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Pit Bayra. Wir sehen also, hier die Chance zu geben. KTM hat wahnsinnig profitiert
dass Bit Mara jetzt Motorsport-Renndirektor ist, die erfolgreichen Jahre geben Ihnen recht. Und hier sind also Talente genutzt worden, eingesetzt worden, die da gewesen wären, weil ein paar Rampen aus dem Weg geschafft wurden, also ein paar Barrieren mit Rampen vielleicht auch aus dem Weg geschafft wurden, weil vielleicht auch die Barrieren, die oftmals in den zwischenmenschlichen Beziehungen noch da sind, aus dem Weg geräumt wurden und damit einige ganz, ganz große Erfolge. Und genau das ist auch, was wir vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zeigen wollen. Wenn man Menschen mit Behinderung die Chance gibt, dann weiß man ja gar nicht, was man für Talente sich ins Unternehmen holt und welche Möglichkeiten man schafft. In meinem Fall, ich bin vom Brotberuf eigentlich Schwimmer, ich schwimme im Kreis, und hätte man mir damals nicht die Chance gegeben, meine Talente einzusetzen, dann hätte Österreich 12 Medaillen bei großen Schwimmveranstaltungen weniger. Das heißt, hier die Möglichkeit. Danke sehr. Die Möglichkeit zu schaffen, um dieses Potenzial zu heben, das ist der erste Schritt. Und beim nächsten, bei dem profitieren wir dann alle. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir den HR-Direktor von KTM nach vorne bitten dürfen. Herzlich willkommen, Daniel Lehner. Danke, Andreas. Wir haben jetzt gehört, offensichtlich lebt KTM die Inklusion nicht nur aufgrund der Produkte, aber auch von der Mentalität her, sonst würde man nicht ganz schnell ein paar Barrieren in 3 Tagen aus dem Weg schaffen können. Wie steht denn KTM zum Thema Menschen mit Behinderung? Ja, wir wissen grundsätzlich, dass diverse Teams wesentlich leistungsfähiger sind als homogene Teams. Und das ist nicht nur jung, alt, weiblich, männlich, sondern das geht wesentlich weiter. Ja, nämlich auch wirklich Menschen mit Beeinträchtigung in Teams zu haben, hat auch wieder ganz einen einfachen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, das zu machen, wie im Eingangsvideo auch erwähnt wurde, ist einfach dieser Perspektivenwechsel. Das ist ein kostenloser Berater, ich brauche dann keinen Berater, wenn Teams sehr divers sind, ich habe unterschiedliche Perspektiven, die einfach Team wesentlich leistungsfähiger machen, und das ist normal. Ja. KTM ist ein großer, erfolgreicher, international tätiger Konzern. Gibt es eine Zahl an Menschen mit Behinderung, die man beschäftigt hat? Da sind wir im dreistelligen Bereich. Ja, und auch wir werden älter im Unternehmen. Wir haben zwar relativ ein geringes Durchschnittsalter von 36 Jahren, aber auch wir werden älter und müssen uns auch um die Mitarbeiter sorgen und entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die dann nicht mehr ganz so leistungsfähig sind oder nach Unfällen, Privatunfällen, beruflichen Unfällen wieder integriert werden müssen. Also hier die Offenheit zu haben, um den Arbeitsplatz weiterhin abzusichern, aber auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben gehört, die Motivation dahinter, die zeigt in der Praxis, dass es wirklich funktionieren kann. Ein Thema ist natürlich in einem technischen Unternehmen auch die Lehrberufe. Wie steht KTM zu den Lehrberufen? Wie wichtig sind die Lehrberufe, vor allem auch für Menschen mit Behinderung? Ja, das Thema Lehre hat bei uns wirklich absolute Priorität und ist auch ein Herzensanliegen vom Herrn Bierer. Wir bilden aktuell 220 Lehrlinge aus in über 20 Lehrberufen. Der Zuspruch ist sehr groß. Wir haben ca. knapp 1000 Bewerbungen für 80 Lehrplätze. Und was wir auch haben, ist, wir haben spezielle Lehrstellen ausgeschrieben für Menschen mit Beeinträchtigung, für junge Menschen. Und die sind wirklich maßgeschneidert. Auch schon in der Ausschreibung sind die Jobs maßgeschneidert. Es gibt spezielle Schnuppertage für diese Jugendlichen mit Beeinträchtigung, um so wirklich sie auch nicht zu überfordern und sie in der Masse der anderen Bewerber, dass sie nicht untergehen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit diesen Projekten? Sie haben natürlich die Verantwortung, dass diese Lehrstellen auch besetzt werden. Das wird ja immer schwieriger. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Projekten? Ja, grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich Aufwand damit verbunden. Ja, auch interner Aufwand. Deshalb darf man Unternehmen auch nicht überfordern, hier zu viele Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen in Bereichen. Aber die Unterstützung, ob das jetzt vom NEVO Betriebsservice ist oder Caritas, BBAZ und so weiter, also da ist die Unterstützung extrem wichtig. Ja. Und die Betriebe, vor allem auch kleine Unternehmen, die benötigen diese Unterstützung, um nicht schlechte Erfahrungen zu machen, weil dann ist das auf einmal ein Tabuthema und wird nicht mehr weiterverfolgt. Und das soll natürlich nicht passieren, da vielleicht irgendwie sich abschrecken zu lassen, sondern dem positiven Beispiel von KTM zu folgen. Was nehmen Sie sich persönlich noch vor zum Thema Inklusion bei KTM? Ne, was wir uns vornehmen, wie der Michael Bichl einmal bei uns war, kurz durchgegangen ist, da hat er mich so gefragt, was ist euer Aktionsplan Richtung Inklusion oder im Bereich Inklusion? Dann habe ich ihn angeschaut, dann war ich ein bisschen überfordert mit der Frage, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, wir haben da keinen Aktionsplan, und dann gehen wir so durch, und dann hat anscheinend
Menschen mit offensichtlicher Beeinträchtigung gesehen. In der Lehrwerkstatt hat er gesehen, in der Produktion hat er Menschen mit Beeinträchtigung gesehen und so weiter und so fort. Dann hat er gesagt, bei euch ist das eh schon normal, ihr macht das ja schon. Und dann ist mir das bewusst geworden, dass das bei uns auch historisch bedingt anscheinend die Normalität ist, dass wir Menschen mit Beeinträchtigung ganz normal in den Arbeitsprozess integrieren. Also kein Aktionsplan, wir haben das inzwischen zur Normalität schon geschafft. Ja. Gelebte Praxis braucht also keinen Aktionsplan. Nein. Vielen, vielen Dank, HR-Direktor von KTM, Daniel Lehner. Vielen, vielen Dank. Danke, Andreas. Wir haben es schon gehört, wenn man sich traut und den ersten Schritt macht, ist es wichtig zu wissen, es gibt Unterstützung, vor allem wenn es auch in Richtung der technischen Anpassung von den Arbeitsstätten geht. Eine Unterstützungsstelle, die natürlich auch möchte, dass Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt inkludiert werden, ist natürlich das Sozialministerium Service. Und wir haben jetzt die Leiterin des Sozialministerium Service in Oberösterreich bei uns, Brigitte Deo, herzlich willkommen. Sie haben natürlich die Erfahrung aus Oberösterreich. Sie sehen, wo Bedarf ist, was schon passiert und vor allem auch das Beispiel KTM, das wir schon gehört haben. Wie ist so Ihr Stimmungsbild bisher? Ich bin immer schwer beeindruckt, was hier bei KTM so alles passiert. Ich hätte gesehen schöne, gelungene und auch sehr berührende Beispiele für inklusive Beschäftigung. Was ich aber auch gehört hätte, ist, dass die Menschen mit Behinderungen eine wesentliche Potenzialgruppe von Arbeitskräften und Facharbeitskräften vor allem darstellen. Ja, und das sollte man nicht unterschätzen. Wenn man sich nämlich auch vorstellt, wie groß diese Gruppe eigentlich ist. Sie, Herr Landesrat, Sie haben es schon angesprochen, allein in Oberösterreich haben wir 20.000 Menschen, die über einen sogenannten Feststellungsbescheid verfügen. Wenn man sich dann vorstellt, lediglich 11.500 von diesen Personen sind wirklich in Beschäftigung, heißt das umgekehrt, dass auch 1.500 es nicht sind. Diese Potenzialgruppe erweitert sich aber durch alle Menschen, die derzeit noch in Projekten sind. Das sind vorwiegend Jugendliche. Allein in Projekten des SMS befinden sich 19.000 Menschen. Das heißt, es ist eine riesige Gruppe an potenziellen Arbeits- und Fachkräften. So, und wie kommt man jetzt zu dieser Potenzialgruppe? Das SMS stellt etliche Maßnahmen zur Verfügung, die die Beschäftigung von beeinträchtigten Menschen unterstützen. Speziell für Unternehmen gibt es nicht nur diese Lohnförderungen, die wahrscheinlich jeder von Ihnen schon kennt, oder auch nicht nur das Angebot Fit to Work. Es gibt auch, wir haben es auch schon gehört, ich glaube Sie, Herr Lehner, haben es angesprochen, das Neva-Betriebsservice, das speziell eingerichtet wurde als Ansprechstelle für Unternehmen, für alle Fragen, die sich stellen im Zusammenhang mit der Beschäftigung von behinderten Menschen. Und da würde ich Sie einladen, wenden Sie sich bei sämtlichen Fragen an dieses Angebot. Das beginnt bei der Rekrutierung, geht übers Matching. Alles, was sich an Themen stellt im Laufe des Dienstverhältnisses und auch alle rechtlichen Fragen, da sind Sie gut aufgehoben. Ja, was wir noch machen ist, gut, ich sollte aufhören. Ich lade Sie auch ein, nehmen Sie die Angebote des Sozialministerium Service in Anspruch, heben wir gemeinsam dieses Potenzial und nähern wir uns auch gemeinsam der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Danke. Herzlichen Dank, Brigitte Deo.
Sie haben jetzt einige Unterstützungsleistungen gehört, auch Unterstützungsorganisationen gehört. Vielen, vielen Dank für den Überblick der Schnittstellen zum Sozialministerium aus Service hier in Oberösterreich. Und Sie haben vielleicht ein paar Zahlen gehört. Das sind ganz viele Menschen mit Behinderung, die in den Arbeitsmarkt wollen, die dort beitragen wollen und die wir ganz dringend, händeringend oder wie ich sage, handringend brauchen würden. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und das geht am besten, indem wir auch die technologischen Potenziale nutzen. Wir haben vorher schon gesehen von Liam, als er uns einen Teil seiner Superkräfte gezeigt hat. Und Technologie ermöglicht Kommunikation, Technologie ermöglicht Teilhabe. Viele Damen und Herren mit Behinderung, die uns vielleicht heute hier zuschauen. Und wir haben nun einen weiteren Experten bei uns, der mit seinem Unternehmen, mit der Live-Tool, hier viel vorantreiben möchte. Er ist leidenschaftlicher Verfechter von assistierenden Computertechnologien und computerunterstützter Kommunikation, hat einen absoluten Überblick, was hier alles möglich ist, ist Sohn von gehörlosen Eltern und weiß also, wie wichtig auch technische Unterstützung hier zur Kommunikation und zur inklusiven Teilhabe einer Gesellschaft ist. Und weil er eben diese persönliche Erfahrung hat, weiß er auch, wo man ansetzen muss, um das zu schaffen. Ich freue mich jetzt, gemeinsam mit Ihnen mit einem lauten Applaus David Hofer zu begrüßen von der Firma LiveTools. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Allerseits Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich möchte, wenn es um Technologie geht, die Menschen mit Behinderungen in der Inklusion unterstützen oder das ermöglichen, mit einer ganz einfachen Low-Tech-Anwendung beginnen. Das ist ein Time-Timer. Der ist entwickelt worden für Menschen, die ein bisschen Schwierigkeit haben mit dem Zeitgefühl und ist insofern inklusiv, als dass es auch für Menschen wie mich, die viel sprechen, der Herr Bichler weiß das, oder für Politikerinnen, es war sehr fokussiert heute, aber es ist etwas, wo man die Zeit einstellt und die verbleibende Zeit wird angezeigt, es läuft ab, man hat ein bisschen einen Überblick, wie viel Zeit das noch bleibt. Ich stelle mir jetzt ein Michael, 12 Minuten ein, Liam ist ja noch mit dabei. Das ist eine assistierende Technologie, Low-Tech, die inklusiv ist und für alle, die ein bisschen Schwierigkeiten mit der Zeit haben, geeignet ist. Ich mache eine kleine Weltreise mit Ihnen, beginne mit einem Bild, wo Ihr Vater mit dabei war, der Herr Siegel, als Landesrat damals noch in Südkorea, in Seoul. Kommen aber später noch einmal darauf zurück. Beginnen möchte ich mit einem Hupfer von Südkorea nach Hollywood. Da ist letztes Jahr ein Film ausgezeichnet worden mit 3 Oscars und für die beste männliche Nebenrolle. Dieser junge Mann, hätte ich gesagt, dieser Mann hier, der gehörlos ist, eine Gehörlosen spielt. Es ist viel Technik in dieser Geschichte. Und was mich so gefreut hat, ist, dass gehörlose Eltern mit einem hörenden Kind und einem gehörlosen Kind bestimmte Schwierigkeiten meistern in diesem Film. Es ist super transportiert. Falls Sie noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich diesen Film an. Nicht nur, weil er mit einem Oscar oder mit Oscars und zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden ist. Ich selbst bin berührt davon, weil meine Eltern, Sie sehen links und rechts meinen Vater, meinen Sohnemann, wir sind hörend und nicht hörend, wir sind so aufgewachsen und es hat im Laufe meines Lebens, im Laufe unseres Lebens immer wieder Technologien gegeben, kleinere Technologien, Sie sehen es von rechts nach links, die sehr unterstützend waren. Und das ist wahrscheinlich auch der Beitrag, warum ich hier bin. Was meine Eltern allerdings auch erlebt haben, ist, wie Inklusion oder welche Stufen zur Inklusion führen können. Es hat durchaus mit Exklusion begonnen, sozusagen vor 60 Jahren, wo es keine Bildung gab oder keine Ausbildung gab für gehörlose Menschen, bis hin zu Separation, wo gehörlose Menschen sich organisiert haben, Verbände, Organisationen, Vereine gegründet haben, Universitäten und so weiter, bis hin zur Integration und Inklusion. Lassen Sie mich und während dem Film, lieber Michael, gehe kurz aus dem Bild zeigen, wie Inklusion verstanden werden kann. Was ist eigentlich Inklusion? Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Wenn keiner mehr draußen bleiben muss. Naja, fast keiner. Thank you.
Unterschiedlichkeit zum Ziel führt. Wenn nebeneinander zum Miteinander wird. Und Ausnahmen zur Regel werden. Sein normales. Das ist Inklusion. Und Dankeschön. Das ist sehr aufmerksam bezüglich dem Applaus. Michael, wir schaffen das nicht. Ich habe noch ein paar, also die Uhr macht Tick-Tack und ich mache jetzt im TikTok-Stil meine Präsentation, damit wir in 10 Minuten durch sind. Es kommen noch 2, 3 Videos und ich freue mich, wenn wir dann abschließend, vor allem für Liam, noch einen Applaus bekommen. Die Vorteile, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, sind schon mehrfach erwähnt worden und ich möchte es nicht nochmal wiederholen, vielleicht nochmal die Bilder darstellen. Es reicht von der Motivation, es reicht von der Qualifikation, die Menschen mit Behinderungen mitbringen, überdurchschnittlich mehr als wie in anderen Gruppen. Es reicht, mein Vater war 40 Jahre lang bei der Ewe-Küchen beschäftigt, der war so froh und so dankbar um diesen Job, dass er diesen Job 40 Jahre lang bis zur Pension gemacht hat. Und so weiter. Also es gibt Auszeichnungen, es gibt Förderungen, ist erwähnt worden. Es gibt keinen Grund, Menschen mit Behinderungen nicht zu beschäftigen. Hinsichtlich technologischer Entwicklungen gibt es einige Trends, große Trends, kleinere Trends, gesellschaftliche Trends. Und bevor ich da einzeln drauf eingehe, nochmal ein kurzer kleiner Film, den ich während dem Abspielen ein bisschen kommentiere. Wir leben in einem Zeitalter von Innovation. Es ist so viel an Innovation in letzter Zeit entstanden und im Zentrum dieser Innovation steht immer wieder auch die Barrierefreiheit. Die Entwicklung von barrierefreien Lösungen ist nicht eine Sache, die nur für Menschen mit Behinderung entwickelt wurde, sondern heute beinahe in jedem und in jeder Hand liegt. Sie können mit dem Computer sprechen, der Computer spricht mit Ihnen. Und das sind lauter Entwicklungen, die in den 60er, 70er Jahren begonnen haben, unter anderem für Menschen mit Beeinträchtigung, um letztlich, Sie sehen hier zum Beispiel die Augensteuerung, wo der Liam heute davon profitiert. Und die Botschaft ist im Endeffekt die, dass Menschen mit Behinderung eine Speerspitze sind in der Entwicklung innovativer Technologien. Sie sind bereit, viel mehr zu testen, auszuprobieren, zu scheitern, wieder weiterzumachen als vielleicht andere Gruppen. Und deswegen ist es so, dass nicht nur aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung in den letzten 20 Jahren Behinderung eine Behinderung ist, sondern es ist der Schrittmacher für Innovation. Und ich möchte jetzt eine kleine Lanze brechen. Wenn Sie in Ihre Taschen greifen, in Ihre Brusttaschen und so weiter, ich weiß jetzt nicht, ich könnte wahrscheinlich fragen, wer kein Smartphone dabei hat, soll bitte aufzeigen. Also es zeigt niemand auf. Ich möchte eine Lanze brechen für die großen Tech-Unternehmen, die sich seit geraumer Zeit dafür einsetzen, dass Accessibility und Barrierefreiheit in ihren Geräten mit dabei ist. Und vielleicht ist es ihnen gar nicht so bewusst. Und deswegen 3 Beispiele, was denn zum Beispiel Android gemacht hat. Und zwar nur mit Mimik und mit der Kamera, die bereits im Gerät drinnen ist, ihr Telefon oder das Smartphone oder das Tablet zu steuern. Nach oben zu schauen, auszuwählen. Apple hat, wenn Sie in die Bedienungshilfen reingehen, über hunderte von Funktionen bereits im Gerät berücksichtigt, die es Ihnen ermöglichen, Texte leichter zu lesen, sich was vorlesen zu lassen. Das ist ein Menü, wo Sie die Einstellungsmöglichkeiten sehen und auch dazu einen kleinen Film. Oder auch nicht.
My name is Grover. Ja. Ich gehe nochmal zurück. Also der Apple-Film ist leider nicht mit in der Folie mit drin. Es spielt keine Rolle. Sie können es ja selber ausprobieren, wenn Sie ein iPhone haben. Ansonsten borge ich Ihnen gerne meins oder zeige es Ihnen nachher. Ist es eine Möglichkeit. Windows, ich habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht, so wie viele andere auch. Und Windows hat einen Button integriert in letzter Zeit, wo Sie Ihre PowerPoint-Präsentation auf Barrierefreiheit überprüfen können. Ein Bereich, der zugegebenermaßen, Christian, du weißt es, der Liam weiß das auch, getriggert ist durch meine Söhne. Gaming, Computerspielen, ist ein Phänomen, das uns alle mittlerweile durchdringt. Und was my name is Grover. Gaming Sean, machen kann. My name is Ian. Und was I'm Taylor, Microsoft my name tut. Is Owen, and I am 9 and a half years old. So Owen was born with a rare genetic disorder called Escobar syndrome. He's had 33 surgeries to date. I love video games, my friends, my family, and again video games. It's his way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. What I like about the adaptive controller is now everyone can play. You can just say, all right, that's that button, that's that button, that's that button. Perfect. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. No matter how your body is or how fast you are, you can play. It's a really good thing to have in this world. Liam, gib mir recht, wenn alle spielen können, dann haben wir gewonnen als Gesellschaft. Worum ging es da im Kern? Im Kern ging es darum, dass ein Controller, so wie ich den nicht bedienen kann, so gestaltet wurde, dass er vollkommen barrierefrei zu verwenden ist. Ich gehe mal kurz zurück. Ich habe Ihnen versprochen, wir machen eine kurze Reise nach Südkorea. Professor Sang-Mok Lee ist ein Wissenschaftler, der sich mit Meeresgeologie auseinandersetzt, Feldtrips gemacht hat und bei einem dieser Trips in die Wüste verunglückt ist mit seinen Studentinnen. Hören Sie sich kurz seine Geschichte an. Accidents can pose extraordinary challenges to people in everyday life when they result in permanent disability. However, a life-changing accident has not stopped Professor Lee Sang-Mok from sharing his passion for earth sciences. Park Se-young has more. A professor in an electric wheelchair is presiding over a research conference. He moves a computer mouse using his breath and writes his thesis through voice recognition. There are unsolved mysteries of the Earth's interior. One of them is how the Earth's oceanic crust is created and evolves back to extinction 200 million years later. Professor Lee Sang-mok began his career as a marine scientist at the recommendation of his father. He worked as a researcher from 1998 and has also been a professor at Seoul National University since 2003. But in 2006, while on a field trip in the U.S. with his students, the professor was critically injured in a road accident and became quadriplegic. The injury left him paralyzed from the neck down, but he returned to school in an electric wheelchair. A scientist is a person who always thinks and tries to find answers. That's the lifelong work of a scientist, and I've been trained to do that my whole life. The professor says the accident has given him more chances to challenge himself. His goal is to solve the secrets of the Earth through oceanic seismic observations and minimize the damage of earthquakes on the Korean Peninsula. Herr Bierer beschäftigt sich mit ganz langsamen Dingen auf unserer Welt. Warum zeige ich Ihnen diesen Beitrag? Weil es ein Mensch ist, der Android, Apple und Windows-Geräte verwendet. Und das macht er mit einer Technologie, die in Oberösterreich entwickelt worden ist, die von uns entwickelt worden ist, mit der Integra-Maus. Er hat eine Mundsteuerung, man hat das mehrmals im Beitrag gesehen. Ihr Vater konnte die Serie Nummer 02 von dieser Integra-Maus Plus damals überreichen. Und ich freue mich sehr, dass sich heute ein Kreis schließt, nämlich insofern, als dass diese Integra-Maus 10 Jahre lang von Abatec entwickelt und produziert wurde, ein Teil der Bierer Industry Group. Und der Professor ist abgesehen davon ein Beispiel dafür, wie man trotz oder mit Beeinträchtigung zurückkehrt an einen Arbeitsplatz und mit Technologie das einsetzt, was er hat, nämlich sein Brain, so wie er sagt. Der Mario ist ein Anwender und Mitarbeiter von uns
Und der Dank noch einmal an dieser Stelle von ihm auch, dass wir das hier in Oberösterreich bis nach Südkorea gebracht haben. Meine Zeit ist abgelaufen. Jetzt fliege ich nur ganz kurz drüber. Eine andere österreichische Entwicklung, die Texte vereinfacht, KI gestützt. Roboterarme, Exoskelette, die in der Industrie wichtig sein werden, Cochlea-Implantate, die das Hören wieder ermöglichen. Ich habe eine Folie übersprungen, Brain Interface Devices, die das Steuern von Computern und allen möglichen Anwendungen ermöglichen. Und Avatare, die Gebärden in Sprache übersetzen oder Sprache in Gebärden übersetzen. Und jetzt freue ich mich aber, einen jungen Mann, einen Hoffnungsträger, einen Problemlöser, einen Anwender seit, ich weiß nicht, 10 Jahren von assistierender Technologie vorzustellen. Er ist mein persönlicher Hoffnungsträger, der Liam. Bitte begrüßen Sie ihn noch einmal auf der Bühne. Mein Name ist Liam Weingartner. Ich bin 13 Jahre alt, Schüler der 4. Klasse in St. Isidor und habe mit meiner Familie in Offenhausen bei Wels. Wegen einer zerebralen Parese kann ich meine Muskeln nicht willentlich kontrollieren. Aber als ich 2,5 Jahre alt war, haben meine Eltern durch eine Beratung bei LifeTool entdeckt, dass eine Superkraft in mir steckt. Ich kann nur mit den Augen einen Computer steuern. So habe ich Lesen, Schreiben, Rechnen, Musizieren, Programmieren, aber auch Englisch oder Computerspielen gelernt. Ich möchte ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben haben und mein eigenes Geld verdienen. Dafür brauche ich eine solide Ausbildung und einen coolen Job, zum Beispiel bei LifeTool, KTM, Wasler oder Kapsch. Ich liebe Computer und bin bereit, bei Entwicklung neuer Technologien zu helfen. Sie haben ja nun eine Vorstellung davon, was mit mir am Computer alles möglich ist. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Ach, und falls Sie jetzt schon ein Jobangebot für mich haben, wenden Sie sich damit bitte an meine Mom. Danke. Wir haben die Zeit eingehalten, sehe ich gerade. Einen Wunsch bitte erfüllen Sie uns noch, Liam. Wir haben gesagt, wir machen ein Selfie mit der gesamten Gruppe hier. Und wenn Sie, wenn wir kurz umdrehen, sodass wir sehen und auch live letztlich dann sehen, das magst du uns machen mit deiner Kamera? Du machst uns. Das ist noch besser. Also geben Sie sich oder nehmen Sie sich in Acht, er fotografiert auch, während Sie mit ihm sprechen. Ja. Und ich habe das Privileg, mich davor zu stellen. Und ich gebe Kommando, wenn alle die Hände nach oben tun sollen, oder? Ja. Jawohl, schaut schon ganz gut aus. Fahren wir ein bisschen rüber noch. Vielleicht ein Stückchen nach vor. Hervorragend. Naja, und jetzt gilt es nur noch, dass Sie Ihre Hände heben. Für Liam. Hände hoch. Hände hoch, genau. Wunderbar. Das wird geteilt auf Social Media. Herzlichen Dank. Danke, Liam. Danke, Andreas. Herzlichen Dank, danke, lieber David. David Hofer, Liam Weingartner. Vielen, vielen Dank für die Übersicht. Und ich glaube, Sie haben gesehen, was möglich ist, wenn man Technologie richtig einsetzt, um das Potenzial zu nutzen, das in jedem von uns steckt. Und 5 Jahre hat der Liam sicher noch in der Schule, um seine Matura und dann irgendwann sein Studium zu starten. Also überlegen Sie sich trotzdem schon, wo man vor allem mit der Anwendung von den Technologien im eigenen Unternehmen
nicht nur Liam, sondern auch andere Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten kann. Vor allem dann, wenn wir sowieso ganz, ganz viele Arbeitskräfte suchen, auch hier Menschen mit Behinderung die Chance zu geben. Und ich freue mich jetzt, dass wir ein bisschen auch darüber ein bisschen reflektieren, gemeinsam mit Christian Altmann von Business Up aus. Herzlich willkommen. Das ist natürlich auch ein Themenfeld, mit dem Sie sich beschäftigen bei Business Up Austria, Arbeitskräfte in die Unternehmen zu bringen. Was haben Sie bisher heute gelernt? Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir Kooperationspartner bereits zum zweiten Mal sein dürfen bei dieser so wichtigen Veranstaltung. Es ist eine große Ehre, hier dabei zu sein und vor allem zu sehen, mit welcher Motivation und auch mit welcher Kreativität die Unternehmerinnen und Unternehmer hier in diesem Land, in Oberösterreich, auch bereit sind, auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen einzugehen und ihnen eine Chance zu bieten. Dass die Technologie da ist, das haben wir gerade beim David Hofer gesehen. Dass es die Unterstützungen gibt, haben wir auch beim Service des Sozialministeriums gesehen, haben wir auch bei dir, lieber Wolfgang Hartmannsdorfer, gehört, das Land Oberösterreich, das hier massiv auch unterstützt, hier Unternehmerinnen und Unternehmer auch zu helfen, den ersten Schritt zu gehen. Und es haben wir auch heute schon von der wirtschaftlichen Relevanz auch mitbekommen. Wir haben aktuell 704.000 Menschen in Beschäftigung in Oberösterreich. Das ist eine Rekordbeschäftigung. Noch nie waren in Oberösterreich so viele Menschen in Beschäftigung. Wir haben 3,9% Arbeitslosigkeit, eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Und wir können uns das einfach nicht leisten, dass wir auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen als Potenzialgruppe für den Arbeitsmarkt verzichten. Wir wissen gleichzeitig auch, dass von 100 Menschen, die täglich in Pension gehen, aufgrund der Demografie nur 60 bis 65 nachkommen. Das heißt, wir müssen einfach hier anfangen, wirklich ins Gehen zu kommen, ins Tun zu kommen. Und dafür ist der Zero Project Unternehmensdialog eine perfekte Plattform, Mut zu machen, positive Beispiele zu teilen und hier, ja, sagt man immer, Erfolg hat drei Buchstaben, tun, einfach den ersten Schritt zu gehen und anzufangen. Vielen, vielen Dank, Christian Altmann, für die Gedanken. Tun und anfangen ist auf jeden Fall der erste Schritt zum Erfolg, um auch dann die Träume gut in die Praxis einzusetzen. Aber oftmals, wenn man anfängt, muss man auch kreativ sein, muss man auch offen sein, die Dinge vielleicht anders anzugehen. Und das war auch das nächste Unternehmen, das wir jetzt nach vorne bitten. Wir haben den Prozess- und Qualitätsmanager, den Leiter des Prozess- und Qualitätsmanagement-Ingenieur Jürgen Hoheneder von Metallbau Wastler bei uns. Und auch Sie haben sich auf den Weg gemacht, Menschen mit Behinderung als Lehrlinge aufzunehmen. Und das war ein spannender Weg und den wollen wir natürlich begleitet mit einem Applaus dann beginnen, aber auch, indem wir kurz etwas gemeinsam anhören. Aber Applaus für Jürgen Hoheneder. Frage, erinnern Sie sich noch an Angelo? Ich kann arbeiten und ich will arbeiten. Und ich verdiene eine Chance. Ein ganzer Ö3-Tag für ein Ziel. Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderung. Gemeinsam mit Ihnen war das ein ganz großartiger Radiotag. Anfang Mai vor 2 Jahren, Jugendliche mit ganz verschiedenen Beeinträchtigungen haben mir ganz stark aufgezeigt. Der Angelo eben zum Beispiel hat klargemacht, dass es doch irgendwie nicht sein kann, dass eine Lernschwäche seinem Traumberuf im Weg steht. Hat er jetzt eine Chance bekommen? Hat es funktioniert? Philipp Hanser hat ihn am Telefon erwischt und einmal nachgefragt. Schönen guten Morgen, Angelo. Servus. Guten Morgen, Philipp. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich bin gerade auf dem Weg in die Arbeit. Okay. Angelo, du hast ja vor 2 Jahren auf Ö3 gesagt. Hoffentlich freut sich einer über mich. Und hoffentlich gibt mir jemand eine Chance, dass ich mein Können dorthin bringe, dort wo es hingeht. Ja. Das hat also geklappt. Ja, und du hast ja, ja, eine Chance bekommen. Also ich habe die Chance gekriegt, dass ich mein Können zeigen habe können und denen hat halt gefallen, wie ich gearbeitet habe. Und die waren halt dann sehr überzeugt von mir. Ja, zu Recht. Ja, genau. Wo arbeitest du denn jetzt genau? Ich arbeite bei der Metallbaufirma Wastler in Urfahr. Und taugt da? Ja, das taugt mir. Wie läuft es denn bei der Arbeit? Also ist es schwieriger oder leichter als erwartet? Ja, das ist von Auftrag zu Auftrag verschieden. Das ist wie mit der Liebe. Also so wie es kommt, so muss man es nehmen. Wenn man es nicht nimmt, dann nicht. Ne? So ist es. Du, und was sagt der Chef? Ist er zufrieden mit dir? Ja, der ist auch voll zufrieden mit mir. Ja. Wollen wir dem Chef irgendwas ausrichten? Ja,
Also danke, Herr Hohenegger, dass Sie mir die Chance ermöglicht haben. Danke. Sehr lieb von Ihnen. Super. Angelo, du weißt, ich werde mich wieder bei dir melden. Ja, passt. Super. Dann derweil danke dir, alles Liebe und viel Spaß in der Arbeit heute. Ja, passt. Okay. Tschüss. Angelo, alles Liebe vom ganzen Ö3-Wecker-Team. Ja, vielen Dank, dass ich da auch meine Chance nutzen darf, einmal ein kleineres Handwerksunternehmen vielleicht in der Reihe vorzustellen. Wir sind jetzt nicht der große Industriebetrieb, aber vielen Dank nochmal für die Einladung an dieser Stelle. Ich möchte noch kurz anschließen. Er hat auch noch gesagt, ich habe viel Kraft, bin liebenswürdig, hilfsbereit, höflich und sehe gut aus. Und damit ich das beweisen kann, haben wir natürlich auch nochmal ein Foto von ihm. Also er hat auf jeden Fall recht, er sieht gut aus auch noch, ja. Ja, 2019 war das, wo wir den Angelo über Ö3 kennenlernen durften. Wir waren sofort überzeugt, dass das der Richtige für uns sein wird. Wir haben ihm die Chance gegeben, die standardisierte Ausbildung Metall bei uns zu absolvieren und haben jetzt nach gut 4 Jahren die Erkenntnis, also es ist unendliche Dankbarkeit, überdurchschnittliches Engagement zurückgekommen und eine irrsinnige Begeisterung oder Leidenschaft für den Beruf als Metalltechniker. Wir sind recht froh, dass man bei uns in unseren Reihen aufnehmen haben dürfen. Ja, die Firma Wastler kennt vielleicht die eine oder der andere. Es ist ein mittelgroßes Metallbauunternehmen in Linz. Wir haben in etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir sind seit gut 4 Jahren jetzt Kooperationspartner im Netzwerk des Projektes Industrie, der Caritas of Österreich. Und ich darf Ihnen heute unsere Zusammenfassung aus einer 4-jährigen Zusammenarbeit ein bisschen näher darstellen. Und ja, wie gesagt, die Sicht aus einem kleineren oder mittelgroßen Handwerksbetrieb präsentieren, dass es auch hier möglich ist, Inklusion sag ich mal, zu integrieren in den Arbeitsalltag. Ein kleines Bild habe ich noch mitgebracht aus unseren Projekten. Das ist nämlich nicht weit weg von hier. Das ist nur ein Baustellenfoto, aber ich glaube, es kennen viele im fertigen Zustand. Auch bei der KTM Motorhall haben wir unseren Breitdruck leisten dürfen und haben dort diese Ringfassade außen geliefert und montiert. Wir sind grundsätzlich ein Individualfertiger. Das heißt, wir haben jedes Mal andere Projekte, andere Aufträge. Wir haben keine Serienfertigung im Haus, also keine sich ständig wiederholenden Tätigkeiten, sondern immer wieder individuelle Anforderungen und der Fokus liegt ganz klar bei uns auch, um diesen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, auch die hauseigene Lehrausbildung. Und im Zuge dessen haben wir eben vor 4 Jahren ein weiteres Angebot mit aufgenommen. Wir bilden seit über 40 Jahren erfolgreich Lehrlinge aus und haben eben, wie gesagt, jetzt da ganz unten noch angeführt, auch fix bei unserer Lehrberufsauswahl die standardisierte Ausbildung Metall mit aufgenommen. Natürlich sind wir auch bemüht, wie jedes andere Unternehmen, weiterhin hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden, die auch Teams leiten können, die auch Partien führen können. Aber wir haben einfach auch bemerkt, dass wir durch dieses Modell auch alle unsere Lehrstellenplätze besetzen können. Also wir haben heuer von 5 Lehrstellenplätze 2 mit verlängerter Lehre und 1 standardisierte Ausbildung Metall noch mit aufgenommen und können somit auch so manche Lücken schließen, die wir wahrscheinlich sonst nicht abdecken hätten können. Bislang haben wir 2 standardisierte Ausbildungsberufe fertig ausgebildet. Da gehört einmal zum einen dazu der Angelo, das war unser quasi Mastermodel, der als Anfang den Anfang gegeben hat. Der hat mittlerweile vor 2 Jahren die Abschlussprüfung positiv absolviert, hat aber dann für sich beschlossen, sein nächster Weiterbildungsschritt ist dann erst wieder in der Pension. Also er wollte nicht mehr irgendwie weitermachen, ist auch recht für uns. Er ist ein irrsinniger Anzahrer und weiß quasi, wie man sie so richtig in Schale wirft für die Arbeit. Den zweiten, den wir vor 2 Jahren aufgenommen haben, ist der René. Der hat die standardisierte Ausbildung als mehr oder weniger als Sprungbrett genutzt. Also der hat jetzt eine weiterführende Lehre, absolviert er gerade. Er ist, glaube ich, gerade in der Berufsschule Scherding und möchte unbedingt einen vollwertigen Lehrabschluss absolvieren.
Ja, und heuer haben wir den Florian aufgenommen. Wir haben das erste Mal auch einen dabei, der eine psychische Belastung mit sich bringt. Und wissen wir natürlich auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber wir haben auch, wie meine Vorredner auch schon teilweise gesagt haben, hier keinen Masterplan, wo wir sagen, genau das ist der Plan, so machen wir das. Sondern wir schauen einfach, was passiert und unterstützen bestmöglich. Und ich glaube, das gelingt uns recht gut. In Summe, wie gesagt, haben wir 5 Lehrlinge bereits ausgebildet. Das ist bei 100 Mitarbeitern eine Quote von 5%. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlecht. Da kann sich vielleicht jeder mal ein Bild machen. Dankeschön. Jeder mal ein Bild machen, wie groß das wäre oder wie viele Mitarbeiter das bei ihm im Unternehmen dann wären. Also 5% ist für unsere Unternehmensgröße sicher schon ganz, ganz vorbildlich und gut. Natürlich gibt es auch Grenzen. Also wir waren es gewohnt, eigentlich bis vor einigen Jahren, dass alle Mitarbeiter müssen alles können. Das ist in einem Betrieb mit 100 Mitarbeitern oft so der Fall, dass es diese Arbeitsteiligkeit nicht so gibt. Das heißt, es müssen alle Mitarbeiter so gut wie alles abdecken können, sprich in der Fertigung genauso wie auf der Montage hybrid einsetzbar sein. Und daher ist natürlich eine mobile Beeinträchtigung ein bisschen schwierig. Ja. Ein bisschen schwierig, vielleicht untertreibe ich da jetzt ein bisschen. Aber es ist natürlich keine Baustelle barrierefrei. Ich kann niemanden auf die Baustelle was montieren schicken, der eine körperliche Beeinträchtigung hat. Das wird einfach schwierig, weil es einfach andere Gefahren gibt. Aber auch hier haben wir eine Lösung gefunden. Wir haben auch umdenken müssen. Wir haben auch beim Angelo festgestellt, dass einfach Baustelleneinsatz vielleicht zu riskant ist, dass was passieren kann und haben sozusagen im Unternehmen Möglichkeiten geschaffen, ihn auch sinnvoll einzusetzen, ohne dass er jeden Tag das Gleiche macht, weil das gibt es bei uns einfach nicht. Und er ist hochzufrieden und wir sind es auch. Ja, heute ein Kernthema, die künstliche Intelligenz, ChatGPT, Digitalisierung, steht in aller Munde, in jedem sage ich mal, Fachvortrag, wo man so hingeht, ist das ein Kernthema. Ich sage mal, nehme da als kurzes Beispiel, als Mensch Mitte 40 habe in meiner Lehrzeit Steno gelernt, habe einen Gemeinschaftscomputer mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm mit 10 anderen Leuten geteilt und habe ein Faxgerät bedient. Ich habe das einmal meinen Jungs erzählt, so, die haben dann gefragt, ob es damals überhaupt schon Autos gegeben hat. Also es ist, dieser digitale Fortschritt ist so überwältigend, dass er, ja, ist alles gut und recht, aber wo ich ein bisschen appellieren möchte, ist, dass man auf die Menschlichkeit nicht vergisst. Ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen ganz, ganz wichtig, dass man nicht alles versucht, ohne Menschen zu machen, sondern die KI bestmöglich als Unterstützung einzusetzen, aber keinesfalls irgendwelche Menschen zu ersetzen. Ich glaube, das ist, ja, wollen wir ja alle, aber keiner weiß, wo der Weg hingeht. Gerade als Vertreter eines Handwerksbetriebs ist ja im Begriff an sich schon drinnen, dass es da um Handwerk geht, um menschliche Leistungen geht. Glaube ich, wird es nicht so einfach sein, dass man da sage ich mal, durch KI alles ersetzen wird. Also es soll eine Unterstützungsform natürlich sein, aber in keinesfalls was ersetzen. Es gibt viel zu tun im Schulsystem, in den Ausbildungsformen. Wichtig ist einfach die soziale Wahrnehmung, die soziale Kompetenz zwischen den Mitarbeitern zu stärken und zu forcieren. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ein bisschen zu kurz kommt, dass man einfach Menschen Menschen sein lässt. Und das ist vielleicht auch ein Appell oder eine Einladung, dass man diese Möglichkeit auch hat, wenn man Inklusion lebt. Also ich kann für mich sprechen, Inklusion öffnet auch die Herzen. Jeder, der ein bisschen ein menschliches Herz hat, weiß, wenn man jemandem eine Chance gibt und der nimmt es dankbar an, dann fühlt man sich selbst, glaube ich, auch gut und man weiß, man hat was Richtiges getan und somit stimmt automatisch auch das soziale Gefüge, die soziale Wahrnehmung wieder etwas besser. Und das kann auf jeden Fall einen großen Beitrag dazu leisten, mit Inklusion auch die Menschen wieder zusammenzuholen. Abschließend möchte ich Sie gerne noch einladen, machen Sie den ersten Schritt
Wir haben hier hochtechnologisierende Unternehmen gehört und seien Sie nicht nur technologisch innovativ, sondern auch menschlich innovativ und nutzen Sie den Markt besonderer Menschen mit Bedürfnissen. Ich darf Sie noch vielleicht darauf aufmerksam machen, wir haben großartige Unterstützung bekommen in unseren ersten Schritten, wie wir dieses Projekt begonnen haben, von der ersten Minute an vom Kennenlerngespräch bis hin zur Abschlussprüfung, Caritas Oberösterreich, Berufsausbildungsassistent, nicht zuletzt auch die Schule, also auch die Berufsschule Scherding, die für uns da zuständig ist, leistet hier großartige Arbeit und unterstützt und schaut, wo man quasi auch einmal kurzfristig was ändern kann, wenn sie was ergibt. Also da braucht auch keiner Angst haben, dass er alleine gelassen wird. Darum einfach den ersten Schritt wagen. Und ja, mir bleibt nur abschließend zu sagen, es braucht vielleicht irgendwo einen Impulsgeber. Bei uns war es die Plattform Ö3. In dem Fall haben wir den ersten Schritt gewagt. Vielleicht ist es für Sie heute hier diese Veranstaltung, wo Sie überzeugt sind, dass Sie den ersten Schritt machen. Und in dem Sinn setzen Sie den ersten Schritt und ja, seien Sie ready for inclusion. Ich habe jetzt nochmal dieses Bild zum Abschluss vom Angelo, dass man sieht, dass man auch überall einsetzen kann. Ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Jürgen Hoheneder. Mit dem Beispiel Metallbau-Wastler, mit dem liebenswürdigen, gut aussehenden Angelo. Selbstbeschreibung. Und ich freue mich sehr zu sehen, dass die Ö3-Lehrlingsaktion hier auch so fruchtet. Und oftmals braucht es nur ein Umdenken. Ein Mittel, das wir auch schon gehört haben, ist die teilqualifizierte Lehre. Wenn zum Beispiel die standardisierte Lehre so nicht geht, wie sie vorgeschrieben ist, kann man über die Teilqualifizierung eine Möglichkeit finden, dass man jungen Menschen die Möglichkeit gibt. Und auf der Baustelle, ich habe mir auch mit 15, 16 habe ich mir die Frage gestellt, ich komme aus einer rumänischen Familie, mein Vater war Tischler, mein Onkel ist Fliesenleger, also sehr handwerklich, habe gedacht, vielleicht werde ich kein guter Maurer werden, aber wenn man mir ein Mikrofon in die Hand gibt, kann ich trotzdem mein Talent in dem Sinne einsetzen, das Mundwerk, das rennt. Also hier einfach die Möglichkeit finden, dort einzusetzen, wo die Talente da sind. Und ich bin sicher, dass wir noch ganz viele Erfolgsstories hier hören werden. Wir haben jetzt auch von der Caritas Oberösterreich gehört und da möchte ich Magister Stefan Pimmingsdorfer jetzt zu mir bitten. Herzlich willkommen. Sie begleiten ja Unternehmen auf diesen Prozessen, auf dieser Reise und das offensichtlich sehr erfolgreich. Wie ist Ihr Eindruck bis jetzt und warum ist die Caritas Oberösterreich so wichtig für die Unternehmen? Der erste Eindruck ist ein wunderbarer Eindruck. Es ist schön zu hören. Es gibt einem die Kraft, die Energie und die Freude, wenn man merkt, man ist nicht alleine. Wir verfolgen in diesem Raum alle ein Ziel, die Inklusion. Menschen mit Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance zu geben. Und die Beispiele, die wir zuvor schon gehört haben, sind wunderbare Beispiele, wie es gelingen kann. Die Caritas kann dabei begleiten und das wollen wir. Unser Ziel ist es, die größtmögliche Selbstständigkeit und Selbstbestimmung von Menschen zu fördern, die Hilfe zur Selbsthilfe. Und wir können dabei assistieren, Assistenz leisten. Die Menschen mit Beeinträchtigungen können es selbst am besten. Ich möchte mich bei der Firma Metallbau-Wastler bedanken. Vielen Dank für die Menschlichkeit, für die Innovationskraft. Der Liam wünscht sich einen coolen Job. Der Angelo hat dank Ihnen, dank euch schon einen coolen Job bekommen und genauso kann es gelingen. Für all jene, die noch überlegen, Menschen mit Beeinträchtigungen zu integrieren, ihnen eine Chance zu geben, setzen Sie auf die Werte der Firma Wastler, auf Vertrauen und Mut und geben Sie Menschen eine ehrliche und echte Chance. Auch Sie werden merken, wenn Sie mutig sind und ein Vertrauen vorausgeben und ein Vertrauen schenken. Sie werden wirklich coole und hochmotivierte Mitarbeiterinnen bekommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Stefan Pimmingsdorfer hier mit dem Appell, diese Unterstützungsangebote auch zu nutzen. Wir wollen weitermachen mit einem weiteren Best-Practice-Beispiel. Wir freuen uns, dass auch die Firma Kapsch als
ja, renommiertes österreichisches Unternehmen, wenn es um Traffic Control geht, wenn es um Verkehrsmanagement geht, Maut- und Verkehrsleitsysteme mit dem Projekt Responsible Annotation Menschen mit Behinderung einsetzt und zwar ihre Talente, ihre Stärken einsetzt. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir Rita Außerlechner und Lukas Fischer bei uns haben und bis die beiden zu uns kommen, schauen wir uns auch gemeinsam noch ein Video an. Meine Arbeit bedeutet mir sehr, sehr viel, weil es mir sehr viel Struktur gibt, die ich davor nicht hatte. Und in die Arbeit zu gehen, ist einfach sehr, sehr gut für die Psyche. Mein Name ist Claudia, ich bin 25 Jahre alt und ich mache Annotation. Mein Name ist Markus Wurm. Ich habe die künstliche Intelligenz in der Firma Kapsch mit aufgebaut. Kapsch macht Mautsysteme und Verkehrsleitsysteme hauptsächlich. Die Idee zum Verein ist entstanden, weil ich, wie ich mit einer Nachbarin spazieren gegangen bin mit unseren Söhnen. Ich habe erzählt, dass wir ein Problem haben, Daten aufzubereiten in diesem KI-internen Startup und sie hat erzählt, sie arbeitet im Sozialsystem, dass es immer schwieriger wird, für ausgrenzungsgefährdete junge Menschen Arbeitsplätze zu finden. Und das hat nachgerattert und da habe ich den Georg Kapsch gefragt, ob ich da mal aktiv werden kann, ob man da vielleicht was machen kann. Ich bin der Kadir, ich arbeite hier als Annotator. Das bedeutet, wir ziehen bestimmte Rahmen um die Objekte mit deren Klassifikationen. Also ob das, was weiß ich, welches Fahrzeug ein Auto ist oder ob das eine Person ist. Für die Maut eine Hilfe, also für die Mautkameras, damit die Kameras halt einfach erkennen, welches Fahrzeug wie viel Maut bezahlen muss. Mein Name ist Martin Hartl. Ich bin tätig beim Verein Responsible Annotation. Annotation braucht eine hohe Detailgenauigkeit. Annotation braucht ganz viel langwieriges Bearbeiten von vielen, vielen Daten. Und ja, wir haben Mitarbeiter gefunden, die genau das erfüllen. Ja. Da ich als Autist geboren wurde, wäre eine meiner Stärken darin, dass ich halt einen Sinn fürs Detail hätte, womit ich gewisse Dinge besser wahrnehme, wodurch ich Dinge sehe, die andere mit bloßem Auge nicht so effizient wahrnehmen. Wenn Sie Menschen haben, die nur auf die Kosten pro Transaktion schauen, dann überbezahlen wir massiv. Das ist das Traurige an der globalisierenden Welt hier. Wir mitigieren diesen Aspekt mit Regionalität und Qualität und schaffen es so, diesen Menschen eine Chance am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, dass ich, als ich vor 2 Jahren nach Wien gekommen bin, tatsächlich hier schnell eine Arbeit gefunden habe und nicht eigentlich direkt abgewiesen wurde, wie es im Fallviertel eigentlich schon vorher sehr oft der Fall war. Wenn man behindert ist oder eine überhaupt nur sagt, ich habe ADHD oder ADS, ADS in sowas, gilt man dort schon quasi als gebrandmarkt. Ich habe einen Platz gefunden, an dem meine Talente gefördert sind und sogar zielstrebig gearbeitet werden kann. Ja, es gibt 80.000 Menschen im Autismus-Spektrum in Österreich. Die Arbeitslosenrate ist 80% bei diesen Menschen. Und eigentlich kann jede Firma stolz sein, wenn sie solche Mitarbeiter hat. Ja. Rita Außerlechner, ich gebe Ihnen kurz das Mikrofon. Herr Wurm wäre noch mit Ihnen gewesen. Er ist leider erkrankt. An dieser Stelle wünschen wir ihm gute Besserung. Aber ich fange gleich an, Frau Außerlechner. Wir haben für den Verein Responsible Annotation jetzt ein bisschen was an Informationen gehört. Sie sind dort als Peer-Expertin tätig. Warum hat sich die Kompetenzgruppe Annotation bzw. diese Tätigkeit Annotation für Autisten als so wertvoll und passend herausgestellt? Also wertvoll und passend hat sich aufgrund der Neurodiversität herausgestellt. Aufgrund dieser Neurodiversität hat die Kompetenzgruppe diverse Kompetenzen. Das ist unter anderem eine extreme Detailgenauigkeit, die bei der Annotation sehr wertvoll ist. Man hat meistens auch aufgrund der Diversität sehr gute Mustererkennung, eine segmentielle Verarbeitung, genauso wie die Computer. Das ist sehr ein Vorteil. Dadurch hat man eine Affinität zu neuen technologischen Mitteln. Man ist sehr beharrlich,
ist teilweise im Hyperfokus, also man kann sehr lange im Fokus bleiben und zusätzlich ist man auch noch sehr monotonieresistent. Das ist, was unsere Kompetenzgruppe sehr auszeichnet. Qualitäten, die eigentlich also für jeden Dienstgeber wertvoll genau. sind, aber vor allem auch wertvoll sind, wenn es wirklich darum geht, Daten zu verarbeiten, auch KI zu trainieren. Herr Fischer, Sie leiten die Forschung im Verein und wissen, wie wichtig das ist. Wie ist da die Zusammenarbeit, wenn es vor allem mit CAPSCH auch wirklich darum geht, dann diese Arbeit auch in die Praxis einzusetzen? Okay, das ist eine gute Frage. Prinzipiell bin ich ja für die Forschungsagenten und für die Forschungsförderung zuständig. Also ich komme aus dem Softwarekompetenzzentrum Hagenberg. Wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit dem Thema Data Science und Machine Learning und natürlich KI. Und heutzutage lernt oder nutzt fast jeder von uns KI-Systeme, ob es jetzt im Handy ist und so weiter. Das heißt, wir profitieren sehr stark von der KI. Natürlich auch beeinträchtigte Menschen profitieren sehr stark von der KI. Aber warum soll nicht auch die KI von den Menschen profitieren? Das heißt, ohne Datenannotierung, das heißt das Einzeichnen, wie wir es gesehen haben, gibt es keine solchen Systeme. Das heißt, wir müssen diese Systeme trainieren und anlernen. Und natürlich verwendet auch CAPSCH solche Systeme, Deep Learning System durchgeführt werden kann und in diesem Fall sogar noch sozial nachhaltig durchgeführt werden kann. Das heißt, damit auszuhaben, Frau Außerlechner, was braucht es, damit so ein Projekt auch wirklich beidseitig funktioniert? Dass die Fähigkeiten da sind, das wissen wir, aber wie muss man es auch wirklich in der Praxis gut leben und umsetzen? Also, ich muss leider sagen, es braucht wirklich nicht viel. Und aus meiner Erfahrung hat sich herausgestellt, dass das, was gebraucht wird, für die ganze Firma wertschöpfend ist. Unter anderem ist das eine klare, direkte, ehrliche Kommunikation, eine klare Formulierung für die Ziele, die Erwartungen und die Angaben und unter anderem ein ablenkungsfreier Arbeitsplatz, der eventuell je nach individueller Konstellation in gewisser Hinsicht reizsam sein soll. Und es ist sogar so, ich bin ja unter anderem eine Peer-Beraterin für diverse Firmen und selber im Autismus-Spektrum. Und wenn ich selber in Firmen tätig war, sind da viele auf mich zugekommen und haben gesagt, okay, hast du schon gefragt, wie läuft das genau ab? Jetzt haben wir zum Beispiel Weihnachtsfeierzeit, weißt du das genau? Also ich habe das Bedürfnis, weil es einfach die Strukturiertheit braucht und die Transparenz, aber es sind sehr wohl auch nicht neurodiverse Mitarbeiter auf mich zugekommen und da hat man einfach sehr gut feststellen können, dass der Bedarf eigentlich in der ganzen Firma vorhanden ist und man kann dadurch wirklich Potenziale entdecken, gemeinsam wertschöpfen und auch sich weiterentwickeln. Das klingt so, als kann man wirklich voneinander viel lernen und dass die Rahmenbedingungen gar nicht so schwer sind eigentlich, um sie herzustellen. Herr Fischer, was müssen denn Unternehmen oder was wäre Ihr Rat an Unternehmen, an Firmen, die ähnliche Projekte, wo es wirklich auch um die Genauigkeit der Daten geht, wenn man KI-Systeme mit Daten füttern möchte? Was braucht es, um solche Projekte aus Ihrer Seite, von Ihrer Perspektive gut umzusetzen? Also ich kann mich nur anschließen, der Ritter, es braucht nicht viel und ich kann mir nur unseren Vorredner anschließen. Es braucht eigentlich nur ein bisschen Mut. Also tun Sie es bitte. Also machen Sie es einfach. Also wir haben ein super Beispiel, da wir der CAPSCH gekommen. Es funktioniert hervorragend. Also machen Sie es einfach, seien Sie mutig, gehen Sie raus, leben Sie Inklusion. Mehr kann man gar nicht sagen dazu. Das ist ein super Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Rita Außerlechner und Lukas Fischler. Vielen, vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit und für die Gedanken. Und dass es funktioniert, sehen Sie beim nächsten Mal bei der Mautabrechnung, dass Sie richtig interpretiert wurden von der KI und nicht ein LKW-Maut für Ihr PKW abgezogen wurde. Ich freue mich jetzt auf Dr. Erhard Pruger von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Auch ihn darf ich mit einem Applaus zu uns bitten. Herr Dr. Pruger, die Wirtschaft hat natürlich Bedürfnisse, vor allem durch den technologischen Wandel. Wir haben einige Lösungsansätze heute gehört. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Lösungen sehen? Vorweg darf ich sagen, ein Satz vom Herrn Bayer ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Menschen mit Handicaps brauchen kein Mitleid, keine Almosen, sondern gleiche Chancen. Den habe ich mir gemerkt und mit dem werde ich auch heute hinausgehen aus dieser Veranstaltung. Und ich denke, dass es genau darum geht. Ich bin jetzt aufgrund meiner doch schon jahrzehntelangen Tätigkeit, das bringt das Alter mit sich, im Sozialbereich der Wirtschaftskammer, habe ich eines wahrgenommen. Menschen mit Handicaps
wollen vor allem eines, die Normalität. Sie wollen so wie Sie und ich wahrgenommen werden, mit Stärken, mit Schwächen. Sie sind alles andere als humorbefreit. Das haben wir heute schon mehrfach mitbekommen. Das tut gut, das gehört dazu. Und es ist egal, ob das den Privatbereich betrifft oder letztlich auch den Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass Inklusion, so wie es heute definiert wurde, und wir haben es anhand einer sehr schönen Grafik gesehen, es ist mehr als Integration. Inklusion ist in Wirklichkeit die einzige richtige Antwort auf diesen berechtigten Wunsch von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und jetzt heißt es, im Thema der heutigen Veranstaltung, ready for inclusion, ohne die Stimmung trüben zu wollen, jein. Ich glaube, es passiert schon sehr, sehr viel. Die Beispiele haben wir heute hier erlebt. Ich habe mit vielen Unternehmen in Oberösterreich zu tun, vor allem mit kleinen und mittleren. Dort gibt es durchaus noch weiße Flecken. Also es geht irgendwo auch darum, die Inklusion in die Breite zu bringen, hier Angst zu nehmen, Vorurteile zu beseitigen. Und wenn ich eines gelernt habe in den letzten 30 Jahren, Unternehmer hören vor allem auf Unternehmen. Wenig auf die KAM oder auf die Frau, auf Unternehmen. Und daher ist diese Veranstaltung so toll, weil es hier ein Zusammenwirken vieler Player gibt. Ich habe mir zuerst überlegt, vor 30 Jahren in dieser Form nicht denkbar. Da hat man sich die Dinge über die Medien ausgerichtet. Heute sitzt man in einem Raum mit vielen Akteuren, die es alle braucht. Das sind die NGOs, das ist die Caritas mit ihrer großartigen Erfahrung, ein Land Oberösterreich, das hier wirklich Impulse setzt, gerade in den letzten Monaten und Jahren. Die Interessensvertretungen, die man auch dazu braucht, egal jetzt welche, eine Bisa-Pasta Upper Austria und viele andere, ich hoffe, ich habe niemand vergessen, aber dieses Zusammenwirken führt dazu, Angst zu nehmen und Vorurteile zu beseitigen. Und letztlich geht es darum, Inklusion wirklich breit zu verankern. Und ich glaube, dazu braucht es zwei Sachen zum Schluss noch. Das eine ist das Berühmte an einem Strang ziehen. Da möchte ich aber hinweisen auf eine geteilte Verantwortung. Es reicht nicht, wenn die Geschäftsführung sagt, machen wir, sind wir dahinter. Es braucht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Da muss ein Wollen da sein. Das geht sogar meiner Meinung nach so weit, dass der Kunde hier mit dazugehört. Und diese geteilte Verantwortung, wenn sie wahrgenommen wird, kommt es dann wirklich zur Inklusion. Und Inklusion ist für mich zumindest kein freundliches Entgegenkommen, sondern Inklusion zahlt sich für alle aus. Herzlichen Dank. Dr. Erhard Pruger, vielen, vielen Dank für den Appell. Und weil sich die Inklusion für alle auszahlt, wollen wir natürlich auch schauen, dass wir sie überall und so gut wie möglich umsetzen. Und ich darf mich jetzt noch einmal bedanken und die Möglichkeit nutzen, dass wir mit dem Herrn Landesrat Wolfgang Hartmannsdorfer noch einmal kurz uns anschauen werden, wie das Land Oberösterreich hier in Zukunft noch vorgehen möchte. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns auch so großartig unterstützen heute. Aber wir sind erst seit kurzem Soziallandesrat und haben aber mit dem Thema Inklusion trotzdem schon einige Zeit zu tun und auch selbst schon Initiativen gestartet. Erzählen Sie uns vielleicht kurz. Ja, also erstens möchte ich mir den Dank zurückgeben. Ich danke mich bei der Essel Foundation, bei Ihnen für die Moderation und für den guten Spirit, den guten Geist, den es da gibt. Wir haben ja heute schon mal gehört, just do it, einfach tun. Das löst alle Probleme und am Ende des Tages wird immer alles gut. Oberösterreich ist sehr engagiert und bemüht in diesem Bereich. Wir haben gemeinsam mit unseren Stakeholdern einen Prozess gestartet zur Stärkung der inklusiven Beschäftigung, weil, und das ist heute schon ein paar Mal gefallen, es geht um zwei Dinge und das sind wir in der Politik in der Verantwortung. Mut zu machen und zweitens Sicherheit zu geben. Das betrifft Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Angehörigen. Mut zu machen, sich einen Schritt hinauszuwagen, sich hinauszutrauen, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer den Mut zu haben, es auch auszuprobieren. Und das geht nur dann, wenn wir Sicherheit geben und da müssen wir nachdenken über unsere Systeme der Chancengleichheit, wo wir super aufgestellt sind mit den Angeboten, die aber einen großen Nachteil haben. Es sind alles so Schubladen und Kasteln. Wenn du einmal in der Werkstatt bist, bist du in der Werkstatt. Wenn du einmal in der integrativen Beschäftigung bist, bist du in der integrativen Beschäftigung. Und das ist gut für Menschen mit Beeinträchtigungen, weil wir gute und breite Angebote haben, aber die Weiterentwicklung der Chancengleichheit in Oberösterreich muss sein, dass wir die Möglichkeit schaffen,
schaffen und die Sicherheit geben, dass du von der Werkstatt rauskommst in die integrative Beschäftigung, dass du die Sicherheit hast, dass Betroffene, als Angehöriger, als Unternehmer, wenn es nicht hinhaut, gibt es wieder den Weg retour und nicht den Weg raus aus dem System und dann den nächsten Schritt auch schaffen von der integrativen Beschäftigung in den ersten Arbeitsmarkt und da auch wieder die Sicherheit zu geben, wenn es nicht hinhaut, musst du nicht wieder hinten anstellen bei den Reihungslisten des Chancengleichheitsgesetzes, sondern kannst auch wieder zurückkehren. Diesen Prozess haben wir in Oberösterreich gemeinsam gestartet, mit dem Ziel, das nächstes Jahr auch abzuschließen, weil es den Anspruch geben muss, man darf nicht zufrieden sein, man kann zwar die Dinge super finden, aber man muss tagtäglich die Motivation und den Ehrgeiz haben, einfach besser zu werden und das probieren wir in Oberösterreich. Wir beauftragen unter anderem auch die Caritas genau mit dem, was zuerst auch angesprochen wurde, wo wir Unternehmen beraten, wo wir Mut machen, wo wir Sicherheit geben und das ist zumindest der Zugang, den wir hier im Land haben. Also auf jeden Fall noch einiges vor. Was hat Sie denn heute Nachmittag besonders angesprochen oder was nehmen Sie vom heutigen Nachmittag mit? Also erstens mal danke allen Unternehmen, allen Präsentatoren, aber es war ja heute das Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das eine riesengroße Chance ist für das soziale Leben, eine riesengroße Chance ist insbesondere für die Inklusion, für die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung, solange wir in unserer Geisteshaltung Humanisten bleiben. Ja, es gibt auch große Gefahren, es gibt auch die Gefahr auch der Entmenschlichung, aber solange wir ein humanistisches Weltbild haben, mit dem wir uns alle da einen, weil sonst war man heute nicht da, ist es eine riesengroße Chance und die sollte man nutzen, da sollte man nicht Angst haben, weil jeder, so wie Sie es angesprochen haben, hat sein Handy, hat sein Mobile Device und das ist schon ein Gate-Opener ohne Barrieren und ohne Grenzen und da haben wir viel Luft nach oben, vor allem im Sozialbereich. Das können wir noch viel mehr nutzen und deswegen bedanke ich mich bei der Essel Foundation, dass ihr dieses Thema heute auch ins Spotlight auch gerückt habt, weil das eine riesengroße gesellschaftliche Chance ist. Vielen, vielen Dank. Danke. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hartmannsdorfer, Soziallandesrat in Oberösterreich. Es wird also einiges auf uns zukommen und gemeinsam können wir diese Chance auf jeden Fall nutzen, wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und gesagt haben, ich suche schon seit Ewigkeiten Lehrlinge, ich suche schon seit viel Zeit tolle Menschen mit Behinderung, die ich vielleicht beschäftigen kann. Und was muss ich denn jetzt tun? Und ich darf Ihnen jetzt die Lösung anbieten. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich Stefanie Hummer und Klaus Junkuns vom NEWA Betriebsservice in Oberösterreich zu mir bitten darf und Martina Sturmberger von der Caritas Oberösterreich herzlich willkommen. Klaus, ich habe dir jetzt das Mikro in die Hand gedrückt. Ja. Wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt, was sind denn die ersten Schritte? Was kann das NEWA Betriebsservice anbieten? Also zunächst mal, wenn ich in die Runde gucke, bin ich mir sicher, dass bei jeder und jedem heute mindestens eine gute Idee entstanden ist. Ja? Aber diese guten Ideen wollen umgesetzt werden. Und dazu gibt es das NEWA Betriebsservice. Eine Betriebsberatung, die eigens für das Thema Inklusion da ist, Betriebe zu beraten in Oberösterreich. Und die Frage ist ja auch kostenlos, ja, weil gefördert vom, der Michi zeigt mir es gerade, ja, kostenlos, weil gefördert vom Sozialministerium Service und gezahlt aus dem Ausgleichstaxfonds. Und die beste Nachricht ist, ne, wir haben heute alle gemerkt, leibhaftig erfahren, als wir hierher gefahren sind, wie groß Oberösterreich ist. Ja, es ist riesig. Ja, und die gute Nachricht ist, das Betriebsservice ist in allen Regionen vertreten. Ja, und wenn Sie heute schon die Idee verwirklichen wollen, dann sind Leute da, mit denen Sie das besprechen können. Betriebsservice, steht mal kurz auf. Wer gerade ist zum Betriebsservice? Es gibt das Betriebsservice in jeder Region in Oberösterreich. Und wenn es heute noch nicht die Chance haben, das zu besprechen, dann habe ich noch eine gute Nachricht. Es gibt eine Hotline, die an 5 Tagen in der Woche besetzt ist. Und diese Hotline hat ein Gesicht und es sitzt neben mir. Ja, ich bin eben die Stefanie Hummer, bin die Stimme der Hotline, so wie es der Klaus so schön formuliert, und mache da telefonische Beratung rund um das große Thema Inklusion und bin unter anderem auch bei diesen
Sensibilisierungsworkshops zum Thema körperliche Behinderung dabei, wo man mir als Expertin Fragen stellen kann, die man vielleicht einem potenziellen Kollegen, Kollegin mit Behinderung am Anfang noch nicht stellen will, wo man einfach keine Scheu haben muss, dass man da irgendwas Falsches sagt. Und ich freue mich drauf, wenn ich da in Zukunft noch mehr dazu beitragen darf. Herzlichen Dank, Klaus. Herzlichen Dank, Stefanie Hummer. Ich gebe hier kurz an Martina Sturmberger von der Caritas Oberösterreich das Mikrofon weiter. Jetzt haben wir gehört, was das NEBA-Betriebsservice für Unterstützungsleistungen hat. Wie kann denn die Caritas den Weg der Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt unterstützen? Ja, also was mir heute einfällt, ist das Wort Fülle. Also es ist eine Fülle da an ganz viel Innovation, an Ideen, an Möglichkeiten. Auch bei uns in der Caritas gibt es eine Fülle an Projekten, eine Fülle an engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und es gibt auch eine Fülle von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den ganzen Projekten. Wir unterstützen gemeinsam die jungen Erwachsenen mit ihren Potenzialen, mit ihren Stärken und Fähigkeiten genau dorthin zu kommen, wo sie hinkommen möchten. Wir begleiten die Unternehmen in verschiedenen Fragestellungen. Wir geben die Möglichkeit, dass Praktika stattfinden können, dass es genug Zeit gibt, sich auch zu beschnuppern und sich kennenzulernen, um dann auch wirklich eine nachhaltige Entscheidung treffen zu können. Vielen, vielen Dank, dass dieses Angebot da ist. Danke, Martina Sturmberger, Klaus Jungkunz und Stefanie Hummer. Vielen, vielen Dank. Sie sehen also, Know-how ist da, Sie müssen es nur abgreifen und nutzen. Es ist kostenlos da, es ist in Ihrer Region da. Das Einzige, was Sie jetzt machen müssen, ist auf die Damen und Herren zugehen. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, den Kontaktfolder der NEBA und auch von der Caritas Oberösterreich mitzunehmen. Folgen Sie den Organisationen auf den sozialen Medien, bleiben Sie am aktuellsten Stand. Und damit können Sie natürlich eins bewirken, das, was wir gehört haben, alle mitnehmen, allen eine Chance geben und selber gewinnen. Denn es wird absolut notwendig sein, am Arbeitsmarkt wirklich jeden und jede mitzunehmen. Und ich habe zwar negative Erfahrungen mit Abschneiden von Dingen, aber schneiden Sie wirklich eine Scheibe ab von den vielen Projekten, die wir heute und den Best-Practice-Beispielen, die uns gezeigt wurden. Es ist wirklich etwas, das in der Praxis schon funktioniert. Renommierte Unternehmen, große mittelständische Unternehmen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Und ich kann Ihnen wirklich nur den Rat mitgeben, nutzen Sie dieses Potenzial. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich als Sportler meinen Weg so gehen kann, aber ich bin mir sicher, dass ich in ganz vielen Unternehmen beitragen hätte können, wenn man mir die Chance geben würde. Und da geht es ganz, ganz vielen Menschen mit Behinderung genauso. Wir haben jetzt schon öfter den Appell gehört. Ich möchte diesen Appell auch als Dank an die vielen Partnerinnen und Partner richten, an KTM, dass wir hier sein durften, an die Caritas Oberösterreich, an Business Upper Austria, an das NEBA-Betriebsservice, an die Wirtschaftskammer Oberösterreich, alle Damen und Herren, die beigetragen haben und natürlich die offen waren, um zu zeigen, hey, so funktioniert's, so kann es vielleicht ein paar Stolpersteine geben, aber wenn wir gemeinsam den Weg gehen, dann schaffen wir das trotzdem. Und wir nähern uns auch schon dem Ende unseres heutigen Nachmittages und ich möchte noch einmal einen ganz großen Dank auch Emilia Ratsch geben. Sie hat alleine die gesamte Veranstaltung in die Gebärdensprache gedolmetscht. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Vielen, vielen Dank. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, die Veranstaltung online noch nachzuschauen. Und jetzt werden wir noch einmal eine spannende Superkraft erleben von Liam. Er wird für uns eine Drohne fliegen und das wird großartig und untermalt musikalisch von der Zero Project Hymne, die extra mit dem Ziel geschrieben wurde, um eine barrierefreie Welt für alle zu ermöglichen. Und das Video, das wir dazu sehen werden und hören werden, ist etwas, das in 15 verschiedenen internationalen Gebärdensprachen gedolmetscht wurde, also wirklich für jeden genießbar und erlebbar. Und im Anschluss an die weitere Superkraft von Liam werden wir uns dann zum Foodtruck der Caritas Oberösterreich begeben. Und Sie haben es schon gehört, den kann man auch für seine eigenen Veranstaltungen mieten. Menschen mit Behinderung dort also die Möglichkeit geben, in der Gastronomiebranche Fuß zu fassen und selber gut bewirtet zu werden. Also wie immer ein Win-Win-Win. Und jetzt vielen, vielen Dank von meiner Seite und einen abschließenden Applaus und ein großes Danke an Liam für das, was er uns jetzt vorzeigen wird.
Education, Employment, Accessibility, Independent Living and Political Participation, Innovative Practices and Innovative Policies, a network of civil society. If you see me, take me just the way I am. We can change the world because we understand. If we both are part of the same society, I could be me. Zero barriers, zero walls, zero borders, zero bonds, zero limits. By reaching our aim, zero project. Er überzieht ein bisschen mehr, wir haben auch ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, Sie nützen jetzt die Zeit, dem Netzwerken wieder Kraft zu tanken. Danke allen Akteuren, vor allem Daniel, auch dir. Wir haben vor einem Jahr die Idee gehabt, das gemeinsam zu machen, jetzt haben wir es umgesetzt. Echt cool, danke und danke allen, die mitgeholfen haben und jetzt viel Spaß beim Netzwerken. Dankeschön. Applaus.